Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Wir können mit der Live-Trading-Spezialreihe endlich weitermachen. Darauf freue ich mich. Heute zu Gast haben wir Mario Lüdemann. Der wird uns ja einen Einblick in seine Handelsvorbereitung zeigen und vielleicht wird er auch dann einen Live-Trading machen. Und Stichwort Live-Trading, da müssen wir natürlich einmal zum Risikohinweis kommen. Bitte entsprechend lesen und zur Kenntnis nehmen. Und ja, dann können wir auch gleich starten und ich kann den Bildschirm an Mario übertragen. Gut, dann offiziell nochmal, hallo Mario, schön, dass du heute mit uns das Webinar hältst und ich wünsche viel Spaß und viel Erfolg und ich bin wie immer im Hintergrund und versuche im Chat entsprechend die Fragen zu beantworten. Alles klar, vielen Dank, Nelson, für die Anmoderation. Ich begrüße auch alle recht herzlich zum heutigen Webinar. Ich sehe gerade noch zu, dass ich den entsprechenden Monitor gerade noch reinhole. Ich hoffe, es können jetzt alle meinen Monitor sehen. Handelsvorbereitung sollte sichtbar sein. Gehe jetzt auf ein paar wichtige grundsätzliche Dinge ein. Wieso denn die Handelsvorbereitung überhaupt eines der wichtigen Dinge im Handel sind. Denn ich sehe das immer wieder in den verschiedenen Coachings, wenn ich mit den Teilnehmern arbeite, dass hier in der Regel die Leute nicht so viel Wert drauf legen. Sie haben irgendwie ein Setup, setzen sich hin, wenn sie von der Arbeit kommen und fangen im Prinzip mit dem Handel an. Aber wenn ich nicht genau weiß, wieso, weshalb, warum soll ich denn überhaupt handeln, stelle ich mir immer die Frage, naja gut, warum mache ich das Ganze denn? Also es muss ja einen Mehrwert für mich haben, wenn ich in den Handel gehe. Das heißt, eine gute Handelsvorbereitung sorgt dafür, dass ich wirklich nur dann agiere, wenn der Markt auch eine Möglichkeit uns bietet, dass wir ein gutes Marktumfeld haben. Das kann sein, dass wir in einem tollen Trend laufen, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben, wo die Märkte wirklich ja fantastisch nach oben gelaufen sind, wo, ich sag mal, wirklich jeder im Prinzip, der eine gute Strategie hatte und sich auch dran gehalten hat, erfolgreich sein konnte. Wir haben dann aber auch mal so Marktphasen wie in den letzten Wochen, die sehr volatil war, wo man dann entweder gar nicht handelt oder nur volatilitätsgetrieben handelt. Das heißt, dass man wirklich nur diese wichtigen Punkte sich aussucht, wann wirklich ein Ausverkauf des Marktes ist, dass man wirklich hier nur kurzfristige Trades ansetzt. Das sind also wichtige Punkte. Und da gibt es natürlich auch Phasen, wo man gar nicht handeln sollte, außer vielleicht, wenn man used tradet im sehr kurzfristigen Bereich. Und das Ganze schauen wir uns heute an. Ich nehme euch mit auf meine Handelsvorbereitung für den US-Markt. Normalerweise brauchen wir natürlich nicht 1,5 Stunden für die Handelsvorbereitung, so wie heute, aber dadurch, dass ich ja natürlich auch Fragen von euch beantworten möchte und wir Stück für Stück das einzeln durchgehen, haben wir gesagt, fangen wir einfach ein bisschen früher an, damit wir wirklich die Zeit haben, uns das Ganze anzuschauen, werden dann in den Bereich des Screening weitergehen, schauen, ob sich gute Situationen finden, wo sich vielleicht es lohnt, eine Order abzusetzen. Ja, und so wird der Ablauf dann bis etwa 15:30 Uhr sein. Und dann schauen wir, was uns der Markt so anbietet. Den Risikohinweis, den hat Nelson ja vorhin schon gezeigt, immer ganz wichtig. Und dann kommen wir jetzt im Prinzip erst einmal, wie bei mir so ein typischer Handelstag aussieht. Also im Regelfall sehe ich den Handel tatsächlich in zwei verschiedenen Sessions. Also ich habe einmal die europäische Session, wo ich in erster Linie im deutschen Markt agiere. Das sieht man auch hier ganz gut, also die Handelsvorbereitung morgens. Was da jetzt genau zugehört, schauen wir uns gleich natürlich in Ruhe an. Dann der normale Handel, der um 9 Uhr ja im Regelfall an den Märkten beginnt. Zumindest im Aktienbereich, im Xetra-Handel geht es hier um 9 Uhr los. Man kann natürlich auch schon vorher handeln, natürlich auf den Börsenplätzen wie Frankfurt beispielsweise oder auch Stuttgart oder auch auf den außerbörslichen Plattformen. Darauf greife ich aber in einem Regelfall eher nur in Ausnahmefällen zu, wenn beispielsweise vielleicht spannende News da sind, wo ich
vielleicht eine Order vorher absetzen kann. Aber im Regelfall versuche ich eigentlich immer in den Haupthandelszeiten zu agieren, weil wir dann natürlich viel mehr Handelsvolumen haben, engere Spreads. Und dann kann ich auch wesentlich besser einschätzen, in welche Richtung der Markt geht. Im Regelfall ist es so, dass der reine Handel tatsächlich bei mir nur jeweils aus ungefähr 60 bis 90 Minuten besteht. Das heißt, es ist wirklich nur die Eröffnungsphase, in der ich die Orders absetze. Zum großen Teil natürlich sind es Trades in mittelfristigen Zeiteinheiten, sprich im Stundenchart oder im Tageschart. Und wenn wir eine gute Nachricht haben, wo wir sagen, okay, das lohnt sich jetzt auch hier den einen oder anderen Intraday-Trade mal zu machen, dann werde ich natürlich auch den entsprechenden Intraday-Trade aufsetzen. Dann, wie gesagt, gegen Mittag bin ich normalerweise komplett raus aus dem Handel. Das heißt, bestehende Positionen lasse ich dann einfach laufen, brauche mich aber ja nicht drum zu kümmern, weil wir haben ja ein gutes Stop-System. Dann haben wir meistens eine Mittagspause von 2,5, 3 Stunden und dann nachmittags dann nochmal die Handelsvorbereitung für den US-Markt, je nachdem, ob es wichtige Daten um 14.30 Uhr gibt. Das hängt davon so ein bisschen ab, wann ich mich dann wieder im Prinzip an den Handelsschirm setze. Wenn jetzt das Wetter besonders gut ist, dann kann es auch mal sein, dass ich sage, nee, mache ich nicht. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich, denn es wird der ein oder andere von euch wahrscheinlich ähnlich handhaben, wenn das Wetter zu gut ist, dass man einfach sagt, nee, ich möchte halt lieber schwimmen gehen oder im Freibad sein. Dann ist das ja eben der große Vorteil, den wir als freiberufliche Händler haben, dass wir einfach sagen, ja, dann machen wir es heute halt nicht, es sei denn, es bestehen wirklich wichtige Daten, wo man sagt, okay, hier erwarten wir extrem viel Volatilität. Dann, wie gesagt, Vorbereitung US-Markt. Und dann auch hier wieder ganz normal der Intraday-Handel. Unten seht ihr dann noch Pause und offene Daytrades verwalten. Also ich selber bin in der Regel dann nicht mehr im Büro. Das heißt, ich verabschiede mich normalerweise hier um 17 Uhr mit meinen Mitarbeitern und wir fahren nach Hause. Das Einzige, was ich mache, ist um 20 Uhr tatsächlich dann nochmal offene Trades nochmal schauen im Stundenchart, ob ich vielleicht nochmal einen Stop nachziehen kann oder wenn ich einen Intraday offen habe, den vielleicht noch verwalten, aber mehr dann auch nicht. Ansonsten für alle die, die abends agieren, ist tatsächlich diese zweite Session, also sprich von 20 bis 22 Uhr, aus der Erfahrung eine ganz gute Zeit. Manchmal auch schon um 19.30 Uhr davor sind die Umsätze meistens sehr dünn, dass sich das kaum aus meiner Sicht lohnt und hier auch wirklich viele Trader eher schon mal Kapital verlieren als gewinnen. Was gehört jetzt alles zu so einer Handelsvorbereitung? Wir haben das mal so als Checkliste gemacht, damit man einfach mal so sich anschaut, passt das so mit dem, wie ihr euch auch vorbereitet? Oder ist da vielleicht das ein oder andere dabei, was man dazu nehmen sollte, könnte? Ich möchte mal auf die wichtigsten Dinge eingehen. Ich werde euch wirklich nur Dinge zeigen, die wir auch bei uns hier im Handelsbüro nutzen. Es werden sicherlich mehr Sachen sein, die ihr vielleicht gar nicht nutzt. Müsst ihr schauen, ob das für euch passend ist. Das Erste, was ich natürlich immer mache, ist, ich schaue mir halt die Märkte an. Das werden wir gleich auch machen. Wir gehen jetzt hier einmal kurz die Liste durch und dann gehen wir Stück für Stück das alles auch dann durch. Das heißt, ich schaue wirklich, wie sieht der Markt aus? In welcher Marktphase befinden wir uns? Schaue auf mein 6-Phasen-Modell, ob ich überhaupt einen Handel hier vornehmen möchte. Das ist das Erste. Dann einen Blick natürlich auf die Nachrichten. Gibt es irgendwelche News, sind Zahlen bekannt gegeben worden? Lagen heute Hauptversammlungen an oder gestern? Was ist der Inhalt? Also das heißt, ich werde versuchen, hier mir immer einen Überblick zu verschaffen. Und natürlich gehört dazu, dass man natürlich auch auf die Volatilitäten achtet. Das heißt, haben wir eine Phase, wo wir in sehr ruhigem Fahrwasser uns befinden. Das können wir sehr gut anhand von Volatilitäten uns anschauen, sowohl für den deutschen Markt, aber als eben auch für den amerikanischen Markt. Neben den normalen Dingen, die halt wichtig sind, kommen wir jetzt zu einem Punkt, der bei vielen vielleicht nicht so im Fokus steht, aber aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Das ist nämlich, wie ist mein eigenes Wohlbefinden? Das heißt, bin ich wirklich fit und gesund, so dass ich mich auch konzentriert hier hinsetzen kann, wirklich 60 bis 90 Minuten
konzentriert arbeiten kann, weil das ist wirklich extremst wichtig. Wenn man nicht gut drauf ist, weil man krank ist. Und ich habe das auch so in Phasen, wo man vielleicht erkältet ist oder wo man Schmerztabletten nimmt, solche Dinge alles. Das ist halt nie gut, weil wir natürlich im Trading sehr schnell viele Entscheidungen treffen müssen. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir wirklich fit sind, weil unser Kontrahent auf der anderen Seite natürlich in der Regel fit ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier wirklich gut drauf sind, motiviert sind. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Punkt. Deswegen fahre ich auch mittags wirklich nach Hause und esse vernünftig, gehe mit dem Hund raus, genieße draußen die Sonne, sehe also wirklich zu, dass ich hier dann wirklich auch entspannt wieder dann in diese Phase hineinkomme. So, oder ist es eben so, dass ich vielleicht gerade von der Arbeit wiederkomme und Stress habe? Das wird der ein oder andere dann vielleicht auch schon festgestellt haben, dass das Ergebnis dann häufig nicht so gut ist, wie wir das gerne hätten. Weil das Trading an sich sollte eigentlich keinen Stress für uns bedeuten. Wenn wir aber schon mit Stress kommen, ist es natürlich die Gefahr sehr groß, dass wir hier auch Fehler im Handel begehen, weil wir einfach manchmal zu viel wollen. Und das ist einfach suboptimal. Deswegen versucht bitte ohne Stress an das Trading heranzugehen. Auch im Bereich des Investments spielt eigentlich gar keine Rolle. Versucht es wirklich auch emotionslos zu sehen. Und Trading ist auch am Ende des Tages emotionslos. Ich bin immer sehr überrascht, wenn wir bei uns im Handelsbüro Coaches haben, wenn wir auch die Handelseröffnung uns vielleicht anschauen und vielleicht mal einen Trade machen, dass immer wieder gesagt wird, das sieht ja immer total entspannt aus. Und das ist es auch. Natürlich muss man hochkonzentriert sein und im Minutenchart kann man dann auch nicht noch großartig erzielen oder dies oder das machen, weil man dann einfach die Konzentration natürlich hochhalten muss in dieser Zeit. Aber an sich ist es alles kein Hexenwerk, denn was wir ja machen, ist im Prinzip ja nichts anderes als einen Handelsansatz, den ja jeder von uns hoffentlich hat, im Prinzip immer wieder umsetzt und dann sollte das eigentlich sein wie Fahrradfahren, Autofahren, dass wir eigentlich immer wieder dasselbe tun. Wichtig ist auch noch, dass wir beispielsweise nicht abgelenkt sind. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich zum Beispiel in meinem Handelsbüro, hier sitzt kein anderer mit drinne an meinem Arbeitsplatz. Ich habe das auch, als ich mein Büro noch bei uns im Haus hatte, da haben wir oben eine Etage gehabt. Auch da war ich immer alleine. Also wenn jetzt, als die Kinder klein waren, dann war es eben nicht so, dass die Kinder da mal zwischendurch reinkamen oder so, weil das ist eben entsprechend wichtig, dass man sich eben wohlfühlt. Dann sollten wir natürlich wissen, ob wir erfolgreiche Händler sind oder nicht. Das heißt, wir müssen immer sehen, sind wir in der grundsätzlich erfahren genug, um zu erkennen, befindet sich der Markt und wir uns gerade in einer Gewinnphase, in einer Drawdown-Phase. Das heißt, wir müssen schon gucken, liegt der Gewinn, den wir machen, daran, weil wir gut getradet haben in einer sehr guten Phase oder haben wir in einer sehr guten Phase eine Drawdown-Phase. Das kann ja auch passieren, dass der Markt nach oben läuft, aber wir trotzdem keine Gewinne machen. Das passiert leider Gottes auch. Das ist auch das Schwierige am Handel, dass wir manchmal nicht genau identifizieren können, gerade wenn wir anfangen zu traden, ob wir nur deswegen keine Gewinne machen, weil wir Fehler machen im Handel oder weil wir wirklich schlecht traden oder ob wir einfach nur in einer Drawdown-Phase sind. Weil wir eben im Trading ja keine festen Regeln haben. Am Ende des Tages heißt es immer, wer gewinnt, hat recht. Also derjenige, der auf Sicht von 4 Wochen, einem Quartal, eines Jahres am Ende Gewinne macht, der hat halt alles richtig gemacht und der andere nicht. Und das ist eben deswegen so schwierig, gerade für Anfänger zu identifizieren. Meistens kommt noch dazu, dass auch in der Regel nicht genug Ausdauer besteht, tatsächlich an seinem Handelsstil zu arbeiten. Das heißt, den andauernd zu verbessern, bis er wirklich optimal ist. Die meisten schmeißen dann häufig nach 2-3 Monaten einfach die Dinge in die Ecke und fangen mit einem neuen Handelsstil an, haben beispielsweise erst nach Fibonacci gehandelt, dann fangen sie mit Markttechnik an und machen dann wieder was anderes. Es ist wichtig, einen Handelsstil zu entwickeln, der zu einem passt und diesen dann so weit zu optimieren, bis der wirklich kontinuierlich Gewinne bringt und so zu optimieren, dass er eben zu euch passt. Damit dazwischen nichts passiert, ist eben gutes Risk- und Money-Management wichtig. Da brauchen wir heute, glaube ich, nicht in die Tiefe drauf eingehen. Darüber hinaus brauchen wir einen Trading-Plan, den wird hoffentlich auch jeder haben. Ich arbeite da mit so einem sogenannten Yes-Set, das heißt, jede Frage, die ich mir stelle, muss mit einem Ja beantwortet werden, dann handle ich. Wenn sie mit einem Nein beantwortet wird, wird eben kein entsprechender Trade eingegangen.
Dann habe ich ein Setup und dazu gehört natürlich, dass ich weiß, wo ich meinen Stop-Loss hinsetzen möchte, ob ich eventuell einen Take-Profit haben möchte und wann ich überhaupt aus einem Trade aussteige. Also das ist eben grundsätzlich vor jedem Trade wichtig. Deswegen braucht man auch unbedingt einen Handelsplan. Das ist auch immer das, was wir in, ich sag mal, in jedem Gespräch, was wir mit Kunden führen, immer als erstes sagen, ihr braucht einen Handelsplan, dann handeln und dann das Trading Journal führen, auswerten und dann findet man auch sehr schnell zum Ziel. Einstieg, Positionsgröße, Risiko sollte natürlich jeder haben. Und dann haben wir schon am Ziel des Ganzen. Das heißt, haben jetzt den groben Fahrplan, sag ich mal, relativ schnell abstecken können. Was braucht man alles für den Handel? Und jetzt gehen wir einfach in die einzelnen Dinge hinein und schauen uns das Ganze ab. Denn wenn wir so das Checkliste halt abgearbeitet haben, dann können wir im Prinzip anfangen zu traden. Das ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich finde es manchmal nur ein bisschen erschreckend, dass die meisten sich eben gar nicht die Mühe machen, beispielsweise einen ausgefeilten Handelsplan zu machen und sich dann eben wundern, warum sie eben meist nicht erfolgreich sind. So, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Also was ist wichtig? Das Erste, was wir jeden Morgen machen oder was ich jeden Morgen mache, ist eine sogenannte Morgenroutine. Das heißt, ich schaue mir jetzt vor dem Handel sehr genau an, wie sind die Märkte gelaufen. Wir haben schon das Datum oben eingetragen. Die Zahlen, die ihr hier seht für den heutigen Tag, sind die gleichen wie rechts. Das heißt, wir kopieren im Prinzip immer nur die Spalte und dann tragen wir die ganzen Dinge ein. Das heißt, ich schaue dann wirklich immer, wie sind die Schlusskurse, dann tragen wir die hier entsprechend ein. Das Ganze haben wir alles schön auch verlinkt. Das heißt, dass man dann wirklich sehr schnell dann auf einer anderen Webseite eben schauen kann, wie sieht's aus. Das heißt, man kann dann wirklich Stück für Stück die Sachen anlegen. Warum machen wir das? Zum einen ist es wichtig, dass man ein Gefühl für den Markt bekommt. Das heißt, es ist immer sehr schön zu sehen, okay, wie ist denn das Ganze gelaufen? Und ich sag mal jetzt, so wie jetzt hier, jetzt trage ich zum Beispiel den Schlusskurs ein, 12.590. So, dann weiß ich im Endeffekt, okay, es hat sich im Prinzip nicht so viel bewegt. Also, wenn ich mir das hier so anschaue, in welcher Phase befinde ich mich? Also grün heißt halt immer, wir haben eine Phase, in der es sich lohnt für mich beispielsweise nach Trades Ausschau zu halten. Gelb ist eine Phase, in der ich nicht handeln würde. Und das sehen wir auch, das haben wir die meiste Zeit in den letzten Wochen gehabt. Wenn wir hier mal ein bisschen zurückgehen würden, dann sehen wir, dass wir sogar rote Phasen hatten im DAX. Das sind die, die ich dann nutze, um entsprechende Shorts zu handeln. Das heißt, dahinter ist mein Sechs-Phasen-Modell hinterlegt und dann weiß ich immer genau, in welchem Bereich ich was machen muss. Diese Morgenroutine sorgt einfach dafür, dass man jeden Tag eigentlich weiß und auch dieses Yes-Set hat, kann ich handeln oder kann ich nicht handeln. Denn wenn ich das gemacht habe und wir sehen, alles ist gelb, dann weiß ich schon mal, ich brauche im Tag Stundenhandel nicht agieren, gucke ich nur noch, ob es Nachrichten gibt und wenn das erledigt ist, dann bin ich halt entsprechend raus. Das Ganze natürlich auch für den Devisenmarkt, für den Bund. Der ein oder andere wird den vielleicht auch handeln. Ich denke, ist ganz spannend, sich die Sachen halt anzuschauen. Und weil, wenn man ein größeres Konto hat, macht es auf jeden Fall Sinn, auch das Ganze ein bisschen zu diversifizieren im Handel. Ich bin also auch ein großer Freund des Aktienhandels. Das heißt, ich handle 80-90% rein Aktien und Indizes und wirklich nur zu 10% Euro-Dollar, Bund-Future, ja, Gold noch ein bisschen und Platin. Aber das ist wirklich, kann man fast vernachlässigen. Trotzdem ist es halt wichtig, für das Gesamtbild einfach zu schauen, was es ist. Andreas fragt, wann ist es gelb, rot oder grün? Ja, das ist aufhand meines Sechs-Phasen-Modells aufgelegt. Andreas, was hier hinterlegt ist, das heißt, wenn es grün ist, darf ich halt entsprechend long handeln und wenn es rot ist, short und bei gelb gehe ich halt gar nicht in die Märkte hinein. Wenn ich hier sehe, ich habe das Put-Call-Ratio für den deutschen Markt, natürlich schaue ich mir auch das für den amerikanischen Markt an, das machen wir gleich auch noch und wir schauen uns natürlich auch an, wie sieht die Volatilität aus. Und was wir hier unten noch sehen, ist im Prinzip ein Angstbarometer. Das schauen wir uns auch jeden Tag an. Wenn es rot ist, dann neige ich immer dazu, eher auf der Long-Seite aktiv zu werden. Und wenn es gelb ist, ist es halt neutral. Und wenn es grün ist, dann wissen wir, okay, es ist genau die umgekehrte Phase. Dann haben wir einfach zu viel Euphorie im Markt. Und dann schaue ich mir noch immer an, wie sieht es mit den Verhältnissen Jahreshochs zu Jahrestiefs in den USA an. Das machen wir auch gleich noch, damit wir hier ein gutes Gefühl bekommen. Ich hole euch das Ganze jetzt mal
herein, damit wir uns einfach mal anschauen können, welche Punkte ich im Prinzip tagtäglich durchgehe. Auf die News gehe ich eigentlich immer zum Schluss. Das liegt einfach daran, weil natürlich dann in der Zwischenzeit immer noch Nachrichten reinkommen können. Deswegen warte ich hier immer. Das Erste, was ich also schaue, ist erstmal vor 14.30 Uhr, weil da kommen die meisten Daten aus dem Wirtschaftsbereich. Schaue ich in den Wirtschaftskalender für den heutigen Tag. Da sehen wir, da gibt es eine Unmenge an Daten, die da hereinkommen. So. Und der ein oder andere braucht natürlich den Großteil dieser Daten, die hier sind, die anderen eben nicht. Und die Frage ist, darf man dann handeln oder sollte man dann handeln, wenn Nachrichten kommen? Das muss man seinem individuellen Handelsplan natürlich anpassen. Was ich hier immer mache, ist, ich lasse mir hier erstmal die ganzen Sachen ausblenden, die mich nicht interessieren. Das heißt, ich gehe auf Filter und sage zum Beispiel, ich möchte erstmal nur alle Sachen angezeigt bekommen, beispielsweise mit drei Bullen. Das heißt also, das, was in der Vergangenheit ein bisschen kursrelevant war, dann sehen wir schon, das ist dann deutlich weniger. Jetzt haben wir nur noch fünf Nachrichten. So. Und dann ist die Sache natürlich schon wesentlich angenehmer. Wir sehen, so ganz viel ist da heute wirklich nicht zu sehen. Wir haben jetzt gleich in 9 Minuten den Philly Fed Herstellungsindex. Das ist der einzige, der wahrscheinlich hier für ein wenig Volatilität im Markt sorgen könnte. Dann muss man natürlich immer noch wissen, das ist aber nachher Erfahrung, wo wirkten sich diese Indizes dann entsprechend aus. Hier ist es zum Beispiel dann in der Regel natürlich auf den S&P und den Nasdaq, aber eben auch auf den Euro-US-Dollar. Das heißt, das sind die beiden Marken. Ich würde halt jetzt nicht unbedingt 2 Minuten vorher Long oder Short gehen. Wenn ich jetzt Positionen im Tag-Stundenhandel habe, interessiert mich das nicht. Da sind die Stops im Regelfall weit genug entfernt. Im Daytrading ist es halt blöd, wenn man jetzt intraday eine Position aufmacht, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig im Prinzip zu schauen, wo will ich jetzt tatsächlich agieren oder wo will ich jetzt nicht agieren. Ja, was ist noch wichtig, worauf achte ich hier noch? Dann sind es natürlich hier so Seiten wie Finviz. Ich denke, Finviz kennen die meisten von euch. Wenn nicht, kann ich euch nur raten, setzt euch einfach mit diesem Thema ein bisschen auseinander. Finviz ist wirklich eine sehr interessante Seite für Trader, aber auch für Investoren. Und das Besondere daran ist eben, dass sie kostenfrei ist. Natürlich ist die Hauptseite auch ganz interessant, da finden wir viele Dinge drauf. Ich möchte aber hier auf den Bereich Groups gehen, weil wir hier einfach die Branchen sehen. So, und das ist eigentlich ein spannender Faktor. Das ist etwas, was wir auch häufig immer in den praktischen Handelswochen auch zeigen. Wie kann man das Ganze umsetzen? Das heißt, wir sehen hier eigentlich immer relativ früh, wie sich Bereiche entwickeln. Das heißt, wenn man jetzt hier unten guckt, sieht man zum Beispiel, was war jetzt auf 3 Monatssicht beispielsweise vorne. Und da sehen wir schon, so ganz viel war das nicht. Kann ja auch gar nicht sein. Wir haben ja seit Anfang des Jahres eher abwärts gerichtete Märkte gehabt. Aber dann sehen wir hier beispielsweise, dass wenn wir auf Monatssicht schauen, dass sich doch hier ein Bereich sehr stark entwickelt hat. Und das sehen wir auch auf Wochensicht und auch auf Tagessicht. Das heißt, hier können wir dann tatsächlich draus schließen, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen auf Sicht der letzten 4 Wochen, auf letzte Woche und letzten Tage. Und daraus können wir natürlich schließen, welche Aktien auch in den kommenden Tagen gut laufen, denn es ist natürlich immer so, Stärke erzeugt Stärke und umgekehrt natürlich auch Schwäche, Schwäche. Das haben wir gesehen in den vergangenen Jahren, beispielsweise mit Adidas, wenn Europameisterschaften, Weltmeisterschaften anstanden, dass die eben extrem stark war. Wir haben letztes Jahr in der Lufthansa gesehen und hier sehen wir es auch so. Und wenn wir jetzt wissen, okay, welcher Bereich ist denn jetzt stark, dann können wir beispielsweise hier in den Bereich Maps gehen und dann sehen wir eben genau, okay, das ist hier der Bereich, der gerade angezeigt wurde. Das sind die Aktien, die jetzt hier besonders stark sind. Und dann kann man eben hier sehr schnell gucken, okay, welche Aktien interessieren mich denn da? So, wenn ich da sehe, okay, hier sind so Aktien, die 5% plus gemacht haben, dann werden die wahrscheinlich sehr schnell in unseren Fokus geraten, weil jeder von uns hat natürlich eine andere Art im Screening vorzugehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn jeder das Gleiche machen würde, würde das Trading ja auch langweilig und schwerer werden, weil dann würden ja auch Werte komplett explodieren. Aber es ist eine sehr einfache Art zu schauen, welche Werte sind wirklich gut gelaufen. In den letzten Tagen sind natürlich auch Technologiewerte gut gelaufen. Die sind vorher ja wahnsinnig verprügelt worden. Das heißt, hier haben wir auch eine Erholung natürlich in den entsprechenden Werten gesehen.
Das ist so ein erster großer Überblick, den man sich hier wirklich innerhalb weniger Sekunden verschaffen kann. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, weil wenn wir erstmal wissen, welche Aktien denn besonders gut laufen, dann brauchen wir uns nicht beispielsweise 500 S&P-Werte anzuschauen, sondern es ist dann nachher nur noch eine Handvoll von Werten, die man sich anschauen kann, 5 bis 10 Werte vielleicht, wo man sagt, okay, hier versuchen wir halt entsprechend das Ganze für unseren Handel zu nutzen. So, was haben wir noch an wichtigen Daten? Na, das brauchen wir nicht. Hier haben wir vorhin über das Put-Call-Ratio gesprochen, einmal für den deutschen Markt und einmal für den amerikanischen Markt. Und hier sieht man wirklich sehr gut, Anfang Februar haben wir das ja gehabt, dass die Volatilität beispielsweise explodiert ist. Und was danach passiert ist, ist, dass wir eine schöne Rallye gesehen haben. Und das ist eben das, was ich vorhin sagte. Also man kann zum einen natürlich immer danach schauen, okay, habe ich ein bestimmtes Screening-System, mit dem ich arbeite? Das funktioniert auch im Prinzip, ich sag mal, in 60, 70, 80% der Fälle sehr gut. Dann haben wir aber eben noch einen zusätzlichen Indikator, dass die Volatilität. Und hier kann man es wirklich ganz gut sehen. Anfang Februar ist die Volatilität natürlich massiv explodiert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir dann eine sehr, sehr schnelle Erholung gesehen haben. Ich ziehe dafür einmal ganz kurz auch den Agena Trader rein. Also sieht man hier der eine Erholungstag, der wirklich hier sehr, sehr stark gewesen ist, wo wir von knapp 12.000 hoch Richtung 12.600 an einem einzigen Tag 5% raufgelaufen sind. 3 Tage später im Prinzip dasselbe Spiel nochmal und nochmal und nochmal. Und das sind eben so die Dinge, die können wir hieran ablesen, wenn eben sehr viele Marktteilnehmer Angst haben, entsprechend Puts kaufen, dann ist meistens der Zeitpunkt da, dass wir eine technische Gegenbewegung sehen. Man muss eigentlich immer nur das Gegenteil von dem machen, was die Masse macht. Das hört sich in der Theorie einfach an, ist aber sehr schwer, gerade dann, wenn wir selber schon Positionen haben. Weil wenn wir Positionen haben, die beispielsweise long sind und die Märkte fallen und wir hören auch nur negative Nachrichten, es wird darüber berichtet, über die Krise in Nordkorea oder dass Trump wieder irgendetwas macht, dann sind wir natürlich nervös mit unseren Positionen. Aber wir erinnern uns, ich habe eingangs gesagt, es geht eben nicht darum, Stress zu haben im Handel, sondern wir müssen im Prinzip ganz entspannt analysieren. Und immer wenn wir wissen, dass andere Stress haben, ist es für uns natürlich immer wichtig, heranzugehen und zu sagen, okay, wenn die anderen Stress haben, wie können wir das für unseren Vorteil nutzen? Und das ist eben etwas, was ich dann ganz gezielt mache. Das heißt, abseits meines normalen Herangehensweise, beispielsweise mit dem 6-Phasen-Modell, dass ich mir dann wirklich sehr genau anschaue, okay, wenn die Volatilität hoch ist, wenn das Put-Call-Ratio hoch ist, dann ist genau der Zeitpunkt da, um hier Positionen aufzubauen. Dazu habe ich ja auch in der letzten und vorletzten Woche auch auf meiner Facebook-Seite den ein oder anderen Artikel geschrieben, auch die ein oder andere Aktie gezeigt, wo wir das Ganze gemacht haben, weil das ist einfach wirklich spannend. Dann kann man wirklich im Daytrading einsteigen oder auch im Tagstundenhandel und dann läuft plötzlich so eine Bewegung 3, 4, 5 Tage und wir können sehr schnell eine gute Performance machen. Das Ganze gibt es natürlich auch für den amerikanischen Markt, natürlich das Put-Call-Ratio. Wir sehen schon hier, alle 30 Minuten werden die entsprechenden Daten eben bekannt gegeben, mit natürlich einer kleinen zeitlichen Verzögerung, weil es ja auch kostenfrei ist. Aber hier können wir halt immer sehen, wie das Put-Call-Ratio sich eben verändert. Und wenn das eben sehr, sehr hoch ist, dann können wir das Ganze für uns zum Beispiel nutzen. Wir hatten beispielsweise Anfang April, ich habe ja auch den Artikel dazu in der Facebook-Gruppe und natürlich auch in meinem Blog, da hat man Put-Call-Ratio von über 2 gehabt. Und das ist natürlich ein Extremswert, wenn wir schauen, wir sind jetzt ungefähr bei 1. Das war im Prinzip der Tag, wo im Laufe des Nachmittags wirklich innerhalb einer Stunde sich der Markt komplett gedreht hat. Auch dazu hier ein kurzes Beispiel. Einmal kurz in den S&P hinein, wenn wir auf den 4. gehen. So, hier sehen wir wirklich, der Markt ist hier runtergekommen. Wir können uns das auch im Stundenchart sehr gut anschauen, damit ihr wirklich seht, warum es so wichtig ist, eine gute Vorbereitung zu machen, warum Volatilität so wichtig ist, warum ein guter Handelsplan so wichtig ist. Wenn wir uns das Ganze anschauen hier, gehen wir hier mal ein Stück zurück. Da sehen wir wirklich, wie sich das Ganze innerhalb des Tages bewegt hat. Das heißt, wir sind hier wirklich außerbörslich, oder das heißt außerbörslich zu unten, wo der Handel noch nicht wirklich gestartet ist, sind wir immer weiter gefallen. Und erst als
die Amerikaner in den Markt gekommen sind, ist der Markt plötzlich explodiert. Wir haben aber in Deutschland natürlich schön mitgespielt, haben hier erstmal auch alles nach unten abverkauft. Und das nur, weil es hier unten ein paar Leute gab, wenn wir uns mal den Umsatz hier unten anschauen, der wirklich verschwindend gering hier mit zum Teil 7.000 Trades oder Stücken Future wirklich ganz, ganz kriegen. Und wenn wir anschauen, was danach passiert, 328.000 und. Also das kann man wirklich vernachlässigen, aber die Leute rennen halt immer wieder in diese gleiche Falle hinein. Das heißt, immer wieder schauen, wie viele Umsätze stehen denn überhaupt hinter dem Kursen, die denn da zustande kommen. Es ist so einfach, diese Märkte eben zu beeinflussen, und das kann man eben sehen, wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut, wie Leute wirklich panisch aus dem Markt gerannt sind, und danach ist dann im Endeffekt hier innerhalb eines Tages eine Rally entbrannt, und das kann man hier wirklich ganz gut sehen, an einem Tag hier, zack, der Markt hier hoch. Es ist schon echt irre, was dann innerhalb von 24 Stunden passiert. Das heißt, ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun, indem ihr einfach vermehrt auf solche Dinge eben achtet und nicht euch einfach zum Spielball der anderen machen lasst, sondern wirklich eine gute Vorbereitung macht und emotionslos rangehen. Und das ist eben für die Händler immer am einfachsten, die natürlich keine Positionen haben. Aber auch wenn man Positionen hat, muss man einfach dazu übergehen, diese Dinge einfach abzustreifen, sich da keine Gedanken drüber zu machen, über das, was dort ist, sondern wirklich nur sich anschauen, was passiert hier tatsächlich im Markt und was würde ich tun, wenn ich keine Position habe. Also bringt euch immer in die Situation, dass ihr sagt, okay, ich habe zwar jetzt was und das ist jetzt auch im Minus, aber da könnt ihr eh nichts dran machen. Ihr habt ja Stops im System oder ihr seid Investoren, dann habt ihr sowieso langfristig geplant und dann versucht in die Situation hineinzugehen, was wäre, wenn ich keine Position habe? Und was ist mit den anderen, die Positionen haben? Wie fühlen die sich? Was werden die tun? Und das hilft halt enorm. Und das ist eben das, was wir im Prinzip auch immer wieder machen im Handel. Wir schauen uns einfach immer nur an, was hat der Markt an Daten, an Zahlen für uns bereitgestellt und lohnt es sich, hier zu handeln. Und je höher die Volatilität ist, desto mehr Geld können wir halt verdienen. Weil wenn wir keine Bewegung haben in den Märkten, dann ist es auch fast unmöglich, natürlich Geld zu verdienen. Das ist immer so der wichtige Punkt. Natürlich kann ich das verstehen, dass viele Händler sagen, na ja, ich möchte natürlich gerne wenig Volatilität, dann habe ich enge Stops und dann soll aber meine Aktie, mein Index natürlich losrennen. Nur in dem Moment, wo der losrennt, haben wir halt Volatilität. So. Und wir müssen uns das eine wünschen oder das andere. Und mir ist es halt viel lieber, wir haben Volatilität. Man wird vielleicht auch mal öfter ausgestoppt, weil die Märkte sehr schnell drehen. Aber das können wir ja hinbekommen, indem wir einfach die Positionsgröße an diese entsprechenden Situationen anpassen. Und das mache ich auch. Also wenn wir zum Beispiel eine sehr schöne Marktphase haben, die Trends sind wirklich perfekt, dann fahre ich eben eine normale Größe. Und wenn die beispielsweise das Sechs-Phasen-Modell sagt, na, ich darf jetzt nicht handeln, aber es gibt jetzt eben aufgrund von Volatilitäten eben Einstiege, dann macht man die eben einfach nur in der Größe halb so groß und dann ist es auch sehr entspannend. Das heißt, hier habe ich verschiedene Anhaltspunkte. Wir schauen uns darüber hinaus natürlich auch noch weitere Dinge an. Aber das sind wirklich so die groben Dinge, auf die wir hier immer achten bei uns. Und dann habe ich vorhin noch gesagt, wir schauen uns natürlich auch noch an, wie sieht es eben hier in dem Bereich aus? Wie viel Angst haben die anderen, die im Handel unterwegs sind? Und das kann man sich hier auch sehr gut anzeigen lassen. Dauert einen kleinen Moment, dann ist das Bild gleich da. Hier bei unserem Angstindikator, ich habe vorhin schon gesagt, wenn wir hier unter 20 sind, spricht es natürlich dafür, dass viele Marktteilnehmer tatsächlich Angst im Markt haben. Wenn wir über 80 sind, haben wir Euphorie. Eines dieser Teile an sich ist noch nicht ausschlaggebend dafür, das ein oder andere zu tun. Aber ihr werdet feststellen, wenn ihr auf 5, 6 Dinge achtet und sich solche dann häufen, dann kriegt ihr sehr schnell ein Gefühl dafür, wann ihr was dann in Zukunft machen müsst. Das ist so ähnlich wie bei mir 2001, dass als der erste große Crash, den ich erlebt habe, da war, da wusste ich auch nicht genau, wie soll ich jetzt damit umgehen, mit dem Ganzen, als dann 2008 die Finanzmarktkrise da war, war es dann Ganze kein Problem mehr. Warum? Weil man natürlich alles schon mal erlebt hatte. Das heißt, wie wird man ein guter Händler? Wie kann man es schaffen, 10, 20 Jahre in den Märkten bestehen zu können, indem man immer wieder aufpasst,
wenn etwas passiert, was ihr vorher noch nicht so gesehen habt. So, und dann tut euch selbst einen Gefallen, dass ihr nicht nur euch das anschaut, sondern schreibt euch das wirklich auf, was passiert ist, weil diese Sondersituationen kommen halt nicht jeden Tag. Also so eine Volatilität beispielsweise, wie wir sie Anfang Februar hatten, haben wir noch nie so gehabt, zumindest habe ich sie so noch nicht erlebt. So, und solche Dinge muss man dann einfach notieren, weil wenn es das nächste Mal passiert, muss man einfach wissen, wie man auf solche Dinge reagiert. So, und dann werfen wir zum Schluss noch, bevor wir dann in die einzelnen Werte gehen, beziehungsweise in die Vorbereitung, was es an Nachrichten gibt, noch einen Blick auf den Volatilitätsfuture. Da sehen wir, der ist bei unter 20. Das ist so für mich immer so diese magische Marke. Das heißt, solange wir drunter sind, befinden wir uns eigentlich wieder in ruhigerem Fahrwasser oder sogar in ruhigem Fahrwasser. Das heißt, hier sehen wir, dass die Marktteilnehmer nicht unbedingt mehr sich absichern wollen. Das heißt nichts anderes, als dass wieder im Prinzip Vertrauen in die Märkte ist. Das haben wir auch jetzt seit einigen Tagen. Und das ist eigentlich immer ein guter Punkt. Das Ganze kann man auch für den deutschen Markt, das ist dann der VDAX New, braucht ihr nur zu googeln. Da seht ihr auch genau, wie hoch die augenblickliche Volatilität ist. Und wie gesagt, wenn wir unter 20 sind, ist das eigentlich ein gutes Marktumfeld für Investments oder Tagstundenhandel. Wenn er drüber ist, eher fürs Daytrading. So, kommen wir jetzt noch in den Nachrichtenbereich. Also das heißt, wo kann man diese Nachrichten bekommen? Es gibt einmal eine kostenfreie Seite, beispielsweise bei Finanznachrichten. Da bekommt ihr die Nachrichten im Prinzip 15 Minuten zeitverzögert. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, dass man die Daten jetzt nicht sofort hat? Also ich bin immer so ein bisschen geteilter Meinung, was das angeht. Also zum einen, wenn ich denke, ich bin Händler, der beispielsweise im Tag- und Stundenchart unterwegs ist und gar nicht Daytrading betreiben will, naja, warum soll ich dann für Live-Daten Geld ausgeben? So, macht ja wenig Sinn, weil wenn ich sowieso erst morgen wieder meine nächsten Orders aufgebe, dann reicht es auch, wenn die Daten 15 Minuten zeitverzögert da sind. Ich handle vielleicht auch tatsächlich nur das, was ich sehe und nicht die Nachricht an sich. Wenn ich aber Daytrader bin und meine Nachricht nicht nur sehe, sondern natürlich auch handeln möchte, dann reichen mir vielleicht die 15 Minuten zeitverzögerten Kurse und Daten beispielsweise nicht mehr von so einem kostenfreien Portal. Das heißt, ich müsste dann diese Daten entsprechend abonnieren. Das kann man machen, da gibt es viele Anbieter im Markt. Also ich nutze die Daten beispielsweise von VWD oder DPA. Das kann man wirklich sehr gut machen. Die liegen auch vom Preis her gar nicht so hoch. Es gibt auch eine gute Seite, die da eine Anbindung auch anbietet. Kann man also wirklich sehr, sehr gut machen, dass man sich dann auch die Daten entsprechend anzeigen lässt. Aber wie gesagt, das ist eher für den Daytrader, weil da muss man, wenn man das macht, dann muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, naja, wenn ich schon diese 80 Euro oder 100 Euro im Monat bezahle, dann muss ich das Ganze natürlich auch in der Lage sein zu nutzen. Das heißt, ich brauche ein gutes System fürs Daytrading, wo ich sage, okay, ich kann das Geld auch wieder reinholen. Nur die Daten zu haben, damit es in Realtime ist und ich sagen kann, ich habe so ein Realtime-Datensystem, das bringt natürlich auch nichts, wenn ich beispielsweise ein 2.000-Euro-Konto habe und bezahle dann plötzlich 80 Euro. Nur damit ich Realtime-Nachrichten bekomme. Also ich finde, das muss auch immer in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Also schaut wirklich ganz genau, was braucht ihr für euer Business, was ist wichtig und was ist eben nicht wirklich zwangsläufig so wichtig. Die meisten Sachen, wie gesagt, kriegen wir auch hier. Zum einen können wir hier wirklich sehr schnell sehen, okay, wie sieht denn der Markt hier aus, wenn wir jetzt keine teure Software-Lösung haben. Im Prinzip ist es ja auch so, dass Broker wie beispielsweise FX Flat oder auch CapTrader euch ja auch diese Daten im Prinzip zur Verfügung stellen. Ihr seht die ja auch, wie laufen die Märkte. Und wir sehen schon, wir haben heute beispielsweise auf den ersten Blick, die Märkte sind sehr unverändert, wird auch für den amerikanischen Markt erwartet. Und das sind eigentlich auch so Tage, das konnte man gestern schon sehen, dass heute ein eher ruhiger Tag wird. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns natürlich gleich auch im Chart an. Das heißt, wenn wir über die Märkte gehen, es hat sich wirklich so gut wie überhaupt nichts getan, im amerikanischen Markt im Prinzip auch nicht. Im Devisenmarkt sehen wir auch, es ist keine, so gut wie keine Veränderung zu spüren. Das kann abends wieder anders werden, wenn die Notenbank wieder irgendwelche Aussagen trifft. Aber ich denke, heute werden wir eher einen ruhigen Handelstag sehen und sehr, sehr wenig Bewegung zumindest, was die Aktienmärkte angeht.
So, wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter runtergehen, dann finden wir natürlich sehr viele Möglichkeiten, uns Texte anzeigen zu lassen. Und das kann man auch alles lesen, wenn man viel Lust und Zeit hat, ganz außer Frage. Aber was eigentlich wichtig ist, das sind hier unten, wenn man ein bisschen weiter runterkommt, nämlich die Ad-Hoc-Nachrichten. Das heißt, immer wenn wir sehen, dass ein Unternehmen, was wir eventuell handeln wollen, eine wichtige Nachricht hat, dann muss diese Nachricht eben per Ad-Hoc veröffentlicht werden, damit jeder zur gleichen Zeit diese Daten bekommt. Und das ist eine ganz gute Sache, weil, wie gesagt, diese Ad-Hoc-Nachrichten werden dann gleichzeitig über alle großen Wege veröffentlicht, ob das über Reuters ist, dpa, spielt dabei keine Rolle. Auch hier, nur hier eben, wie gesagt, 15 Minuten Zeit verzögert. Wenn ich natürlich keine Adler Real Estate Handel oder keine deutsche Industrie, dann brauche ich natürlich nicht zu lesen, was da steht. Aber es wird auch Tage geben, da sind eben ganz viele große Unternehmen, die wir vielleicht tagtäglich handeln. Und dann ist es eben sehr spannend, hier wirklich mal reinzuschauen. Wenn ich nicht 4, 5 Nachrichten lesen möchte, dann kann man das auch ein bisschen einfacher machen, indem man beispielsweise hier oben auf Marktberichte geht, beispielsweise für den deutschen Markt, wo man dann sich einfach einen Wochenüberblick anschaut. Das kann man dann, wird dann im Prinzip jeden Tag dann entsprechend gemacht, oder für den amerikanischen Markt dasselbe. Da sehen wir schon, da gab es jetzt zum Beispiel keine wichtigen Nachrichten. Also das heißt, da kann man wirklich sehr schnell sich einen Überblick verschaffen, der beispielsweise ansonsten so ein Realtime-System hat. Beispielsweise nutze ich unter anderem eins hier von meinem Kollegen Simon. Da kann man sich dann auch die entsprechenden Marktberichte anzeigen lassen. So, und dann hat man hier eben sofort einen Überblick, dass man sofort weiß, okay, was passiert hier. Wichtig ist dann natürlich auch, dass man das Ganze liest, also nicht nur wirklich das Zeugs abonnieren. Man muss wirklich wissen, es kommen wirklich viele, viele, viele Nachrichten am Tag rein. Und wenn man es abonniert, dann sollte man für den Bereich, den einen interessiert, dann auch wirklich darauf achten, dass man hier wirklich schaut, dass man das auch liest, weil dann hat man wirklich innerhalb von, ja, spätestens 3 Monaten tatsächlich auch einen Überblick über die Werte, die man handeln möchte, und weiß dann eigentlich auch, was im Markt tatsächlich passiert. So, das jetzt so als grober Abriss dessen, was zur Handelsvorbereitung gehört. Dann haben wir gesagt, müssen wir uns natürlich auch die Märkte anschauen, damit wir überhaupt wissen, naja, was kommt denn jetzt in Frage? Also wir haben gerade gesehen, es gibt keine wirklich großen Nachrichten am heutigen Tag. Wir haben vorhin gesehen, 14.30 Uhr kam der Philly Fed Index. Der hat aber auch zu im Prinzip nichts geführt. Deswegen habe ich hier auch gar nicht weiter drauf geschaut, weil ich habe immer einen Blick natürlich auf einen anderen Monitor. Wir sehen hier um 14.30 Uhr, also der Markt hat im Endeffekt hier sich so gut wie nicht bewegt. Also es macht also hier wirklich dann auch wenig Sinn, hier großartig dann was zu machen, wenn es hier das nicht hergibt. So, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist natürlich jetzt erstmal wichtig, wir haben uns jetzt angeschaut, gibt es irgendwelche wichtigen Nachrichten, wir wissen, aus welchem Bereich eventuell was kommt. Dann ist natürlich immer wichtig, okay, haben wir jetzt ein Umfeld, wo wir sagen können, okay, haben wir einen Aufwärtstrend aus markttechnischen Gesichtspunkten. Was das Thema Volatilität angeht, haben wir gerade gesehen, wir haben im Moment so gut wie keine Volatilität mehr, die ist wieder sehr stark zurückgegangen. Das heißt, ich kann keine vola-getriebenen Trades machen. Die haben wir noch vor 10 Tagen machen können. Einige davon sind auch noch offen, aber neue lohnen sich aufgrund der Volatilität nicht. Das heißt, jetzt muss ich einfach schauen, habe ich denn unter markttechnischen Gesichtspunkten die Chance jetzt auf einen Trade? So, und jetzt machen wir im Prinzip hier dasselbe, was ich sonst natürlich im großen Marktausblick auch immer mache. Ich schaue immer erst, hat sich hier grundsätzlich in den letzten 5 Tagen irgendetwas verändert? Wir hatten einen Aufwärtstrend, klar, man muss aber auch ganz klar sagen, dass dieser Aufwärtstrend halt gebrochen wurde. So, das heißt, wir sehen hier, der Markt ist hier heruntergerutscht, wir sind hier unter die Tiefs gefallen, das heißt, der Aufwärtstrend ist weg. So, solange wir keinen Aufwärtstrend haben, ist es natürlich auch sehr unsinnig, Aktien zu suchen, die jetzt hier im Long-Markt besonders attraktiv sind. Wir sehen auf der einen Seite natürlich, dass es hier keine neuen Tiefs gegeben hat, wir sind hier nicht unter die 2530 Punkte mehr gefallen. Wir haben aber auch es nicht geschafft, uns nach oben abzusetzen. Das kann man hier ganz gut sehen. Natürlich hat der Markt versucht, hier einen Aufwärtstrend
zu etablieren. Das Ganze ist dann kläglich gescheitert. Wir sind hier unter das Tief gefallen. Und damit war die Sache dann wieder erledigt. Das heißt, es macht einfach wenig Sinn, hier jetzt zu suchen, ob man jetzt hier irgendwelche Trades findet, die hier vielleicht interessant sind, weil es einfach momentan einfach keinen Sinn ergibt, hier hereinzugehen. Natürlich kann man hier den ein oder anderen Trade machen. Die Frage ist nur, führt das langfristig zum Erfolg? Und das ist immer etwas, worauf man wirklich, wofür auch das Handelsjournal ist. Ich weiß, dass viele immer sagen, ja, ich kann ja jetzt im Moment nicht handeln, weil wir sind beispielsweise in einem Seitwärtstrend. Aber was mache ich denn? Wir haben jetzt seit 4 Wochen einen Seitwärtstrend beispielsweise. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wenn du jetzt handeln würdest, würdest du denn dann am Ende des Monats ein besseres Ergebnis haben oder nicht? So, und jeder, der das mit Ja beantworten kann, der ist halt schon einen Schritt weiter im Trading, weil er einfach für sich erkannt hat, okay, ich habe Situationen gefunden, wo es auch in Seitwärtsphasen Sinn macht zu handeln. Ich hatte vorhin schon mal das Thema Volatilität angesprochen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es beispielsweise Sinn ergeben kann. Aber normalerweise sehen wir hier, dass trendfolgend hier sehr schwer war. Auch die Aktien, die sonst gut gelaufen sind, wie die sowas wie Facebook, wie Google, ist im Prinzip ja in den letzten 8 Wochen jetzt auch nicht wirklich super gut gelaufen. Wir haben natürlich in den letzten Tagen eine Rallye gesehen, aber die haben wir halt auch in anderen Aktien gesehen. So, und im Großen und Ganzen haben wir aber da vorher auch riesige Verluste eingefahren, wenn wir da vielleicht long gehandelt haben. Das heißt, wenn wir seitwärts laufen, laufen wir halt seitwärts. Das heißt, ich mache hier dann auch wirklich keine Kompromisse, sondern bleibt dann einfach draußen und suche dann wirklich nur auf die Dinge, die ich gerade schon angesprochen habe, daraufhin einfach Setups, die ich dann mit halber Positionsgröße fahre, wenn ich dort Trades bekomme. Und wenn ich da keine Trades bekomme, dann lasse ich es einfach sein. Wenn ich Glück habe, ist draußen schönes Wetter, was ich nutzen kann, um draußen was zu machen. Und ansonsten eben nicht. Also das ist, ich werde als Trader nicht dafür bezahlt und ihr auch nicht, dass ihr tradet. Das ist einfach ein Punkt, den muss man einfach immer wieder ansprechen, weil die meisten Trader glauben, weil das im normalen Beruf eben auch so ist, dass wir dafür bezahlt werden, dass wir eben handeln. Und das ist aber ja nicht der Fall. Die meisten Trader verlieren ja relativ viel Geld, gerade in diesen Seitwärtsphasen. Seid mal ehrlich zu euch selber, ob ihr tatsächlich in den letzten 8 Wochen wirklich Geld verdient habt mit Trading. Wenn ja, habt ihr sicherlich vieles richtig gemacht und seid vielleicht auch schon einen Schritt weiter als die Masse, aber die Masse verliert halt eher in diesen Seitwärtsphasen Geld. Und wenn wir uns das anschauen im Vergleich zu den Wochen davor, also wenn wir mal von Herbst 2016 bis in den Januar diesen Jahres gehen, also dann sind wir wirklich 13 Monate, da sind die Märkte einfach nur in eine Richtung gelaufen. Und da konnte natürlich auch jeder relativ einfach Geld verdienen. Wer es da nicht verdient hat, der hat halt Probleme mit seinem Handelsansatz oder mit seiner Psyche. Da muss man dann einfach mal genauer hinterschauen, warum ist man hier nicht erfolgreich gewesen. Aber wenn Märkte sich von 2000 Punkte hochentwickeln auf 2800, dann reden wir immerhin davon, dass die Märkte nicht nur 10% gestiegen sind, sondern dass wir auch über 20% und 30% gestiegen sind. Und wenn wir dann es nicht schaffen, profitabel zu sein, dann muss ja irgendwo der Wurm drinne sein und da müssen wir halt genauer schauen. Aber wenn wir in so Phasen sind, die halt seitwärts laufen, so wie jetzt hier oder auch hier diese, wenn da mal 4 Wochen dabei sind, da ist es keine Schande, Verluste zu machen. Aber man könnte diese natürlich verhindern, indem man einfach sagt, man handelt hier einfach nicht in diesen Seitwärtsmärkten, wenn Aufwärtstrends gebrochen sind. Und das kann man hier ja sehr gut sehen. Der Aufwärtstrend ist ja halt sehr früh gebrochen. Das ist am 5. Februar und seitdem haben wir keinen wirklich neuen Trend mehr bekommen für den S&P 500. Im Nasdaq sieht die Welt ein bisschen anders aus. Deswegen muss man sich die Indizes wirklich sehr genau anschauen und dann von dort aus eben in die entsprechenden Aktien einen Schritt weitergehen, weil wir haben hier tatsächlich den Aufwärtstrend immer noch halten können. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, der Markt ist hier wirklich schön hochgelaufen, hat hier dann korrigiert, natürlich auch im Februar, hat dann aber im Anschluss anders als im S&P ein neues Hoch markiert. Das heißt, wir sind hier tatsächlich in einem Aufwärtstrend, auch immer noch, weil wir haben halt die Tiefs bei ungefähr 6.150 nicht nach unten verlassen. Das macht die Sache hier wesentlich spannender, auf entsprechende Einzelwerte dann tatsächlich zu schauen, ob hier Werte sind, die wir vielleicht für unseren Handel nutzen können. Im zweiten Schritt geht es dann im Prinzip darum zu schauen, okay, haben wir denn jetzt im Stundenchart beispielsweise auch einen Trend?
Und siehe da, wenn wir uns das Ganze anschauen, wir sehen hier zum einen einen Abwärtstrend, den wir hier sehr schön auch einzeichnen können, falls das funktioniert. Jawohl, Märkte sind hier wirklich sehr schön heruntergelaufen. Wir sehen schon, dass sie natürlich in Korrekturen nicht so sauber laufen. Das ist auch nicht das Thema von heute, warum Korrekturen schwerer zu handeln sind als Bewegungen oder Aufwärtstrends. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon, denn der Markt ist hier heruntergekommen und im Anschluss können wir auch sehr gut sehen, dass der Markt hier halt wieder sehr schön nach oben gelaufen ist und dass wir dann hier, gerade wenn wir auf kleinen Zeiteinheiten unterwegs sind, dann natürlich auch schon mal Möglichkeiten haben, entsprechende Trades einzugehen. So, wenn wir das Ganze jetzt hier in die Tiefe reingehen, dann stellen wir eins fest. Schaut mal selber drauf, was fällt euch auf, wenn ihr euch anschaut hier, was ist hier in den letzten, ja, 2, 3 Tagen im Prinzip passiert. Wir haben hier ein neues Hoch gemacht, das kann man ja ganz gut hier auch sehen, aber wenn wir uns die letzten 2, 3 Tage anschauen, was fällt euch hier auf? Ich warte hier extra einen kleinen Moment, damit ihr wirklich mal in Ruhe auch schauen könnt, weil Trading ist eben etwas, was sehr viel mit dem Auge zu tun hat. Im Prinzip genau seitwärts. Ich sehe es gerade. Christian schreibt es schon, Andreas auch. Die Gefahr eines Doppeltops ist da. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, was wir als Trader wirklich immer im Blick haben müssen. Es ist hier ein neues Hoch entstanden. Das kann man hier sehr gut sehen, dass hier auf der rechten Seite gestern Abend hier ein neues Hoch entstanden ist. So, dann sehen wir hier im Nachthandel, haben wir es nochmal probiert, hier ranzulaufen. Schaut, die Umsätze sind grottenschlecht. Und jetzt, wo die Umsätze langsam wieder reinkommen, fällt der Markt nach unten weg. Das heißt, der Markt hat versucht, im Prinzip hier ein neues Hoch zu setzen, hat es aber nicht geschafft, dieses Hoch zu halten. Und das ist eben etwas, was sehr wichtig ist. Das heißt wirklich, schaut auf solche Kleinigkeiten. Lasst euch nicht davon blenden, dass ein neues Hoch entstanden ist, sondern schaut wirklich, okay, was ist denn hier passiert? Ist dieses Hoch mit steigenden Volumina einhergegangen? Also haben wir wirklich gesehen, dass dieses Hoch hier, was hier entstanden ist, höheres Volumen gebracht hat als beispielsweise die Korrektur hier. So, jetzt können wir uns die Korrektur ansehen. Das Volumen ist hier relativ hoch gewesen und in der Aufwärtsbewegung ist das Volumen dann aber genau das Gegenteil passiert. Es geht hier bergab. Natürlich dürfen wir nicht das Volumen hier zu hoch werten. Im Stundenchart war natürlich zu Handelsbeginn in der ersten Handelsminute oder in den ersten Minuten das Volumen relativ hoch ist, so ähnlich wie in der letzten Handelsstunde. Trotzdem sieht man hier sehr gut, dass der Markt es nicht geschafft hat, hier im Abendhandel, als das neue Hoch entstanden ist, dieses hier tatsächlich zu halten. Und da sieht man eben auch einen dramatischen Rückgang im Prinzip der Umsätze, wenn wir uns das anschauen. Wir haben hier 28.000 Future-Kontrakte, die hier gelaufen sind und hier ist es mehr als doppelt so hoch. Also das sind alles immer kleine Warnhinweise. So, und wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, ich ignoriere das, dann suche ich jetzt halt sehr gezielt im Screening tatsächlich nach Long-Situationen, wo der etwas weitblickendere Trader eher sagen würde, ja, ich suche auch nach Long-Situationen, ich werde aber nicht zu Handelsbeginn in den Markt hineingehen, sondern werde erstmal abwarten, was hier passiert. Das heißt, wir müssen dann wirklich, denn wenn wir jetzt hier einfach blind Orders reinlegen und dann gibt es vielleicht ein Gap in der Aktie und dann fällt die Aktie sofort zurück und wir werden wahrscheinlich schnell wieder ausgestoppt. Das kann man einfach umgehen, wenn man eben auf diese Kleinigkeiten achtet. Es gibt einen riesen Pool im Prinzip an Kleinigkeiten, die man abhaken kann. Natürlich muss man nicht immer auf alle Dinge achten, das ist schon klar. Wichtig ist, dass ihr in eurem Handelsplan eben genau definiert, was ist im Bereich der Handelsvorbereitung für euch eben das aus eurer Erfahrung heraus auch wichtig und was hat sich als gut bemerkbar gemacht oder auch in Cash bezahlt gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr ein Trading Journal führt, dann ist es relativ einfach, weil dann könnt ihr das einfach aufschreiben, ihr könnt es auswerten und könnt sofort euer Gefühl abgleichen mit dem, was da ist. Führt ihr kein Trading Journal, dann wird das Ganze eben fast unmöglich, weil dann wird das Ganze zu einem Ratespiel und sehr, sehr schwer wirklich herauszufinden, ob das jetzt nur ein Gefühl ist oder ob das eben tatsächlich so ist. Und wir machen wirklich sehr viele Aufzeichnungen bei uns im Büro und versuchen eben all diese Dinge eben mit auszuwerten, von der Saisonalität angefangen, eben über wie ist es mit den Voluminas gewesen
Wie sieht es mit entsprechenden Fehlsignalen aus? Denn wenn wir uns das Ganze anschauen, auch im Daytrading, im Positiven haben wir natürlich hier im Prinzip die wichtige Marke bei etwa 6.800, also ein halbes Prozent entfernt. Wenn dieser Bereich rausgenommen wird im Handel gleich, dann werden wir wahrscheinlich dann eben erstmal in einen Korrekturmodus laufen. Und Korrekturmodus bedeutet eigentlich nichts anderes als das, dass wir an, was wir an offenen Positionen beispielsweise haben, dass wir da nicht viel dran machen müssen, weil wir haben ja Stops im System stehen für die Werte, die wir haben, aber es macht halt keinen Sinn, hier beispielsweise neue Positionen aufzugehen, weil eben der Markt gerade in eine Korrektur hineinläuft. Noch ist aber hier alles erstmal in Ordnung und wir haben hier halt nur den entsprechenden Warnhinweis. Noch vielleicht kurz für den deutschen Markt, weil wir auch eben viele Trader haben, die hier unterwegs sind, und dann gehen wir auch sofort in den Markt, der am spannendsten vielleicht ist. Auch hier sehen wir sehr gut, dass wir hier wirklich einen sehr starken Abverkauf hatten. Wir haben übrigens in allen Märkten etwa gleich viel verloren. Etwa 12% von oben haben wir sowohl in den US-Märkten als Abwärtsbewegung gesehen. Und das ist auch etwas, was wir hier gesehen haben. Der deutsche Markt war hier ein bisschen stärker unter Druck, aber wirklich in diesem Falle nur marginal. Im Regelfall ist es immer so, wenn der amerikanische Markt eine Erkältung kriegt, haben wir meistens eine Bronchitis. Das heißt, wir fallen dann meistens doch wesentlich stärker ab. Das ist in diesem Falle nicht so gewesen. Wir haben beim letzten Wochenausblick und großen Marktausblick, hatte ich schon gesagt, der Markt läuft im Prinzip hier in ein sogenanntes Cluster hinein. Das heißt, wir sind hier in dem Bereich, wo die alten Höchststände waren. Da gibt es mehrere Hochs, die wir gesehen haben. Einmal hier bei etwa 12.500 Punkte, bei 12.600 Punkte und das Hoch bei 12.650 Punkte. Das haben wir gestern angelaufen, haben hier eine sehr kleine Handelsspanne am gestrigen Tag gehabt. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man so ganz kleine Handelsspannen hat, dass sich so sogenannte Dojis ausbilden. Ich bin gar nicht so der große Freund von diesen ganzen Patterns, die es so gibt, aber Dojis und Umkehrkerzen, das sind halt schon so Dinge, auf die die Leute achten. Und das sehen wir ja auch hier, Beispiel wieder 4. April, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dann ist der Markt halt schon gerannt. Und hier ist es halt auch so, wenn die Unterseite der Dojis angelaufen wird, dann wird es sehr viele Händler draußen geben, die die Short-Seite spielen. So, weil die einfach sagen, naja, wir sind hier oben angekommen in diesem Bereich. Wir versuchen jetzt einfach mal einen Short Trade, setzen den Stop über das Hoch von heute oder das Hoch von gestern und probieren jetzt einfach mal hier entsprechend die Korrektur zu spielen. Das heißt, das sehen wir und es ist auch in Ordnung, dass die Leute das am Ende des Tages so machen, weil es kommt immer darauf an, welche Zeiteinheit trade ich, was ist der Hintergrund, warum möchte ich überhaupt was tun. Aber wenn ich beispielsweise sage, ich bin Swing Trader, möchte Tagstunden Handel betreiben, naja, da macht es halt hier erstmal keinen Sinn, hier jetzt einen Trade einzugehen, einen neuen Trade einzugehen. Also entweder hat man hier diese Bewegung schon mitgenommen und das habe ich beispielsweise in Adidas gemacht oder auch in RWE für den deutschen Markt. Auch das haben wir schon in der Facebook-Gruppe besprochen, wieso, weshalb, warum wir das gemacht haben. So, und es macht jetzt aber keinen Sinn, am heutigen Tag beispielsweise hier einen neuen Trade anzusetzen, wenn man hier an der oberen Markierung angekommen ist. Da muss man sich einfach zurückhalten können und sagen, okay, entweder wir warten darauf, dass der Markt hier Luft holt, hier den Rücklauf nochmal macht und dann im Prinzip nach oben durchstartet, dann sieht die Welt wesentlich besser aus, weil dann haben wir hier auch einfach diesen Widerstandsbereich hinter uns gelassen. Oder tatsächlich der Markt schafft es nicht, die Volatilität springt vielleicht sogar wieder an und der Markt läuft nach unten. Für dieses zweite Szenario spricht im Moment gar nichts. Also wir schon dafür, dass wir jetzt hier eine, dass wir hier eine kurze Korrektur sehen, vielleicht ein, zwei Tage und dass der Markt dann wieder nach oben zieht. Aber dass der Markt jetzt nochmal Richtung Tiefs, Richtung 11.800 läuft, sehe ich im Moment nicht, wo es herkommen sollte. Das kann sich aber sofort ändern, sobald wir von außen wieder irgendwelche Dinge haben und da wissen wir einfach nie, was passiert, schon gar nicht, wenn das Wochenende ansteht. Letzte Woche Freitag hat auch jeder gedacht, ja, es ist alles in Ordnung, die amerikanischen Börsen sind angestiegen, wir sind gestiegen und was ist dann passiert?
jeder von euch weiß es, man hat sich dann entschlossen, in den USA einen Angriff auf Syrien zu machen. Also auch wenn es nur sehr, sehr punktuell war, auch wenn die Märkte am Montag darauf nicht großartig reagiert haben, aber wir können eben nie genau wissen, was hier passiert. Und deswegen bin ich immer ganz froh, dass die Märkte mir eigentlich sehr frühzeitig anzeigen, jetzt seit Anfang Februar. Ich habe mit mittelfristigen Positionen, die ich habe, hier in diesem Markt nichts verloren. Das heißt, ich bin langfristig engagiert im Bereich des Investments, vielleicht auch mit Dividendentiteln. Das hat damit ja nichts zu tun. Die sind ja auf Sicht von mehreren Jahren im Prinzip angelegt oder auch andere Strategien, die ich fahre. Daytrading ist davon auch ausgenommen, denn wenn es irgendwelche Nachrichten gibt, die wir handeln können, dann macht das ja auch Sinn, das zu tun. Aber alles, was dazwischen liegt, also Stundenhandel, Tageshandel, den blende ich einfach aus, weil ehrlich gesagt, wenn wir uns das anschauen, hier ist die Oberseite ganz klar zu sehen, und wenn wir uns das auf der Unterseite anschauen, dann sieht das Ganze auch nicht viel besser aus. Hier haben wir die Tiefs. So, und wenn wir hier rüber gehen, dann sehen wir im Prinzip, es ist das gleiche Spiel. Wir haben hier eine untere Begrenzung bei 11.900, 11.800. Und dazwischen sind wir. Und erst wenn wir hieraus ausbrechen, dann macht das Handeln wieder Sinn. Weil das ist so eine sogenannte Schiebezone, in der wir uns befinden. Das heißt, der Markt schiebt jetzt im Prinzip diese 600 Punkte rauf und runter. Und wenn wir da rauskommen, werden wir auch wieder fürs Swing Trading wieder sehr gute Phasen sehen, wo wir es einfach, ja, wo es einfach Sinn macht, hier zu handeln. So, wir erinnern uns also, welche Märkte sehen jetzt gut aus. Der deutsche Markt war es nicht. Der S&P haben wir auch gesagt. Naja, sieht im Moment auch nicht wirklich danach aus, als wenn man hier nach etwas suchen sollte, weil das sagt das Wort im Prinzip schon suchen. Also wenn wir im Trading nach etwas suchen müssen, dann macht es eben gar keinen Sinn, denn wir müssen uns ja darauf verlassen können, dass nach uns auch jemand da ist, der danach sucht. Und es ist doch viel einfacher, etwas zu handeln, was jeder sieht, weil dann brauchen die anderen auch nicht zu suchen, sondern sehen es auch sofort. Und deswegen gehe ich immer am liebsten in Märkte, wo auch eben die anderen sofort dasselbe sehen wie ich. Das heißt, wir haben gesagt, wir sehen hier tatsächlich an der Nasdaq das größte Potenzial. Das heißt, wenn man denn Aktien halten möchte, wenn man jetzt hier in irgendetwas einsteigen möchte, dann ist es eben eher aus dem Nasdaq-Bereich. Ob man das wirklich in großen Positionen machen muss, also ich würde es nicht machen, weil, ja klar, wir haben gesagt, der amerikanische Markt sieht besser aus. Wir haben auch gesagt, die Nasdaq sieht besser aus. Ich führe auch ein paar Positionen in diesem Bereich, das können wir hier auch ganz gut sehen. Wir haben auch, wie gesagt, ja schon drüber gesprochen, im großen Marktausblick am Montag Aktien wie ATI oder auch hier. Das sind alles Titel, die natürlich bei uns im Portfolio drin sind seit ein paar Tagen. Die sind aber im Prinzip aufgrund von Volatilitätsanstiegen hereingekommen. Die haben nichts mit meinem normalen Vorgehen zu tun. Deswegen möchte ich hier auch nicht auf die Setups großartig eingehen, weil das ist im Prinzip aus dem Bereich der Volatilität. Da sieht man, die sind ganz gut angelaufen. Ist auch in Ordnung, aber alles andere macht halt wenig Sinn. RWE vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt auf die Nasdaq-Aktien gehen. Hier habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, hier gab es auch eine Nachricht, es ist also auch eine nachrichtgetriebene Aktie. RWE und E.ON haben sich geeinigt auf einen Deal im Prinzip mit einer Tochterfirma und daraufhin hat es hier ein recht großes Gap gegeben, kann man hier ganz gut sehen. Da hat der ein oder andere dann gesagt, naja, das ist ja ganz cool, hier geht 10% bergauf, dann gehe ich halt in den entsprechenden Trade hinein. Und dann hat das Ganze aber doch ein paar Tage länger gedauert in der Korrektur. Dann sind viele ausgestiegen und da muss man einfach ein bisschen Ruhe bewahren. Und wenn man sieht, okay, das Ganze läuft jetzt wieder an, sieht man hier, wenn man so Kerzen hat, die wirklich dann tatsächlich mal versuchen, so ein bisschen ja tief aufgemacht und dann zum Hoch, dann irgendwann in solche Positionen reinzukommen und dann einfach abzuwarten. So, und jetzt sehen wir, natürlich ist das kein Trade, wo man sagt, naja, hat man von heute auf morgen sofort das Geld gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, bei 2010 halt rein, wir sind jetzt bei 21,60, am Ende des Tages sind das auch 8%. Ne? Und da kann man sagen, das ist nicht viel. Auf der anderen Seite sage ich immer, 8% ist halt mehr, als der DAX im Jahr macht. Und wenn man das Ganze in 2 Wochen macht, ist das auch kein schlechtes Geschäft. Also das heißt, versucht wirklich ein bisschen wegzukommen von diesem, ihr müsst sofort in einer Minute das Geld verdienen.
verdienen, sondern versucht in Marktphasen, die wirklich es nicht hergeben, wo es sehr schwer ist, für Private gute Entscheidungen zu treffen, einfach auf einzelne Dinge zu gehen, wie beispielsweise Nachrichten. Nachrichten sind, glaube ich, eines der Schwerpunkte, ist auch immer das, was wir in den Coachings und Workshops immer wieder versuchen zu erklären, dass das eben etwas ist, was eben nicht nur einen Tag läuft. Das sieht man hier eben bei RWE. An einem Tag ist es hochgegangen, dann ein bisschen zurück, aber wir haben hier auch das Gap nicht geschlossen. Dann hat der Markt das Ganze auskonsolidiert und dann im Prinzip kommt dann im Prinzip die zweite Welle und wir sehen, wir haben hier auch das Hoch herausgenommen und Ziel für Teilgewinnmitnahmen sind hier bei 23. Das heißt, wir haben hier noch locker nochmal 6-7% Luft und eher wird hier auch gar nichts passieren. Das heißt, wird hier einfach die Stops im Stundenchart einfach nachziehen und fertig ist die Geschichte. So, wir haben 15 Uhr. Ich denke, wir werden jetzt mal in den amerikanischen Markt schauen. Welche Aktien sehen jetzt hier gut aus? Nehmt euch mal mit in das Screening, was wir sonst auch machen, weil das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier schon mal die Liste mit amerikanischen Nasdaq-Titeln eingeladen. Und man kann jetzt hier natürlich vorgehen, das machen ja auch viele, die sich jeden einzelnen Titel genau anschauen. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, und das habe ich die letzten 15 Jahre, 16 Jahre eigentlich auch gemacht, dann habe ich mir natürlich die Titel entsprechend immer angeschaut, welche will ich handeln, und da ist dann immer der ganze Montag mehr oder weniger bei draufgegangen. Zwischenzeitlich macht mir die Sache ein bisschen einfacher. Das heißt, ich habe so ein paar Punkte, auf die ich halt achte. Und es ist jetzt wirklich vollkommen egal, mit welcher Handelssoftware ihr arbeitet. Ob ihr ein kostenfreies Tool aus dem Internet nutzt oder ob ihr beispielsweise die TWS nutzt, all diese Software, die ihr bekommen könnt, die auch kostenfrei bekommen sind, sind für die meisten Trader eigentlich vollkommen ausreichend. Agile Trader hat natürlich Vorteile, klar, wenn man so wie ich sehr stark im Aktienhandel unterwegs ist, wenn man vielleicht sagt, okay, ich habe zwei, drei Konditionen, die erfüllt sein sollen, damit ich einen Markt handeln möchte, dann braucht man nicht mehr alle Werte durchzugucken. Ich habe es allerdings ehrlich gesagt nie bereut, viele, viele Charts mir in der Vergangenheit angeschaut zu haben. Wenn ich heute einen Chart sehe, weiß ich im Prinzip relativ schnell, ob ich halt long gehen möchte, ob ich short gehen möchte oder ob ich gar nicht handeln möchte. Und das ist auch etwas, was wir eben auch im Screening, in den Seminaren immer machen. Wirklich am Anfang braucht man wirklich für den Nasdaq meistens 3 Stunden, um den zu analysieren. Wenn man dann am nächsten Tag sich den S&P 500 anschaut, da schaut man sich 500 Werte an und das schafft man in weniger als diesen 3 Stunden, die man am Tag davor für den Nasdaq gebraucht hat, weil das Auge sich sehr schnell daran gewöhnt, was wir sehen wollen. Ich möchte hier nur mal einfach mal ein Beispiel bringen, wenn wir hier uns American Airlines anschauen. Wenn wir uns hier den Chart hier anschauen, da kann man natürlich jetzt sofort hineininterpretieren, ja, nein, vielleicht möchte ich handeln. Wenn man zum Beispiel so ein Bild sieht, würde man sagen, okay, ich habe hier einen Abwärtstrend, ganz klar. Ich will beispielsweise nur die Short-Seite handeln. Das ist auch mal die Problematik, dass man häufig eben nicht genug Perioden hat. Wenn wir nämlich hier ein bisschen weitergehen, so, dann stellen wir plötzlich fest, okay, wir haben hier eigentlich einen Seitwärtsmarkt gehabt hier. Wir haben hier auf der Unterseite immer eine Unterstützung bei ungefähr 45 gehabt und die hat auch dieses Mal wieder gehalten und danach sind wir erstmal 5% gestiegen. Das heißt, ladet euch ruhig ein paar Perioden mehr in eure Charts hinein, aber fangt dann nicht an, euch stundenlang in diesem Chart irgendwelche Sachen auszudenken. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, es geht nicht um dieses Suchen. Ja, wenn ihr sucht in einem Chart, dann müsst ihr ja auch jemanden finden, der im Prinzip genau wie euch das Gleiche gesucht hat, das Gleiche gefunden hat, weil Kurse können ja nur dann steigen, wenn nach euch auch jemand da ist, der bereit ist, die gleiche Aktie zu kaufen. Das heißt, wenn ihr Glück habt, gibt es eben viele, die das Gleiche gesehen haben und deswegen ist es meistens einfacher, auf Aktien zu gehen, die ganz klare Trends aufweisen. So. Und eine Apple-Aktie ist dann nun mal eher spannender als beispielsweise eine American Airlines. Das liegt einfach daran, dass der Chart hier tatsächlich ein bisschen besser aussieht. Der sieht nicht gut aus, aber sieht da zumindest besser aus. Zum Zweiten ist es so, dass es eine Aktie ist, die wirklich von Tausenden von Leuten beobachtet wird, ähnlich wie Facebook und Google auch. Ich sehe hier trotzdem im Prinzip nicht unbedingt, warum ich hier in so eine Apple-Aktie im Moment hinein müsste, weil auch hier
wird euch wahrscheinlich genauso auffallen wie mir auch. Wir haben hier zwar grundsätzlich hier diesen Trend gehabt, der hier nach oben zeigt. Das sieht man hier ja ganz gut so, hier herunter und wieder rauf. Das heißt, dieser Trend ist hier erstmal in Ordnung. So, und jetzt könnte man auch tatsächlich sagen, okay, jetzt gehe ich in den Stundenchart. Und von dort aus versuche ich dann beispielsweise zu gucken, kriege ich hier auch einen Trend, dann könnte ich den jetzt handeln. Beispielsweise, wenn wir dann uns das anschauen, ich gehe halt immer von dieser Seite ran, dass ich mir anschaue, wo ist der Trend nach unten. So, das haben wir hier gehabt, sind hier nochmal hochgelaufen, haben hier dieses Doppeltief gemacht. Und wir sehen hier ganz klar, okay, da sind wir wieder drüber, der Markt läuft hier hoch. Das heißt, hier beispielsweise oberhalb der 179 könnte hier ein interessanter Punkt für eine solche Aktie sein. Und so kann man natürlich Stück für Stück, Aktie für Aktie sich anschauen, 100 Stück. Und dann irgendwann hat man das Ergebnis von wahrscheinlich 20 Aktien oder 30 Aktien, die man jetzt in seiner Screening-Liste hat. So, jetzt haben wir 30 Aktien und dann müssen wir wieder im Prinzip wieder von vorne anfangen, weil wir meistens hier nicht ein Konto haben, was so groß ist, 30 Aktien zu handeln. Das heißt, ich schaue dann wirklich und sage immer, Mensch, wie viele Aktien wollt ihr denn eigentlich handeln gleichzeitig? Ja, und dann kommt meistens immer das Ergebnis ja 3, 4 vielleicht. Und da brauchen wir halt keine 20. Das heißt, wir brauchen irgendwie Aktien, die ganz klare Trends haben, die wirklich die stärksten im Markt sind. Und die können auch ruhig in der Korrektur sich befinden. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist eben nur, dass diese Aktien klare Trends haben. Und deswegen schauen wir uns das einfach an. Lass mir die Sachen einfach kurz anzeigen. Wo habe ich hier jetzt klare Trends? Und wenn ich mir jetzt beispielsweise eine Aktie von Adobe anschaue, naja, wenn ich die jetzt mal vergleiche mit American Airlines, die wir vorhin als erstes hatten, dann sehen wir schon mal hier, okay, wir sind jetzt hier an den Hochs. Wir haben hier gestern Prinzip mehr oder weniger am Hoch geschlossen und das wäre zum Beispiel eine Aktie, wo ich sagen würde, ja, die würde für mich jetzt beispielsweise eher Sinn machen als eine American Airlines, die wir gerade gesehen haben, weil wir eben uns an den Hochs befinden. Nicht so schön ist, dass wir nicht drüber geschlossen haben, aber das wäre jetzt im Verhältnis zu den drei Aktien, die wir jetzt vorhin gesehen haben, ein wichtiger Punkt, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt vielleicht eher drauf schauen. Deswegen würde ich die jetzt einfach mal, weil ich ja nicht weiß, ob ich jetzt was Besseres oder was Schlechteres finde, einfach mal mit in meine Watchliste packen. So, wenn ich dann hier gucke, okay, die einzige Frage, die ich mir mal stelle, ist diese Aktie besser als die, die ich vorher gesehen habe? Die erste Aktie ist im Prinzip immer für mich so das Maß aller Dinge. Ist die jetzt besser oder schlechter? Und dann muss ich ganz klar sagen, ja, eigentlich eine spannende Frage. Vielleicht schaut ihr einfach mal selber, würdet ihr sagen, dass es die Aktie besser ist oder schlechter? Würdet ihr die Aktie eher handeln oder nicht? Macht einfach nur ein J oder ein Nein, ein N für Nein einfach hier in den Chat. Dass wir einfach mal ein bisschen gucken, wie würdet ihr euch fühlen? Also ich sehe schon, erstmal vielen Dank. Der eine oder andere hat schon mal einen Vortrag von mir gehört. Sibylle schreibt, ja, Jein haben heute gute Zahlen geliefert, genau. Man sieht aber schon, Zahlen an sich ist das eine, was der Markt daraus macht, was anderes. Also wir sehen hier anhand der rot-grünen Linie, wie im Moment die Taxen für die Aktie stehen. Also die sind sogar erstmal nach unten. Das kann sich natürlich gleich ändern, Sibylle. Das weißt du aber ja selber. Du bist ja selbst erfolgreiche Händlerin. Also von daher weißt du selbst, diese Dinge zu interpretieren. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir hier, wie die meisten auch geschrieben haben, hier eben nicht wirklich ein gutes Bild haben, weil wir haben hier diesen Aufwärtstrend, den es hier gegeben hat, hier verletzt. So, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, so Markt läuft hoch, läuft hier unten runter, im Prinzip ein ähnliches Bild, wie wir im S&P auch hatten, haben danach kein neues Hoch mehr gemacht, so aus die Maus. Das heißt, im Vergleich, was wir vorher gesehen haben, ist halt schwierig. Ah, da schreibst gerade, Amex wäre es gewesen mit den Zahlen. Okay, dein Bildschirm sieht aus wie meiner. Ja, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Für mich ist es sehr einfach, so damit umzugehen, wenn man sich das anschaut. Also das heißt, im Vergleich, nee, ist natürlich nicht besser. Das ist auch das, was die meisten von euch geschrieben haben. Das freut mich sehr, dass ihr da eben
auch diesen Blick habe. Ähnlich ist es auch hier im Prinzip tiefs gebrochen, lohnt sich überhaupt nicht drüber nachzudenken. Hier sieht es wesentlich besser aus, wenn wir das wieder mit dem im Vergleich haben. Wir haben hier ein neues Hoch gemacht, haben hier das Gap geschlossen, sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Das heißt, also die Aktie sieht zumindest ähnlich gut aus, wie das, was wir als erstes hatten. Aber das, was wir dazwischen hatten, war halt alles nicht so toll. Ich würde auch die Aktie nicht gerade als Musterbeispiel für einen guten Trend bezeichnen, aber macht auf jeden Fall mehr Sinn, hier so eine Aktie sich in die Watchlist zu legen. So, was haben wir noch am Start? Hier kommen wir im Prinzip auch nach oben. Könnte auch spannend werden, aber wir sehen jetzt schon, wir hätten jetzt schon wieder drei Aktien und sind mal gerade bei C angekommen. Und wenn ich eigentlich nur fünf suche, dann muss ich mal irgendwann anfangen zu sagen, jetzt müssen die Aktien auch mal wirklich richtig besser werden, als das, was wir vorher gesehen haben. Und hier sehe ich zum Beispiel etwas, wo ich sage, ja, das ist ja gleich wieder was ganz anderes. So, und hier finde ich, macht es dann auch wirklich Sinn zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt vielleicht auch einfach mal an. Die packe ich mir jetzt wirklich in die Watchliste, weil die Aktie ist einfach besser als das, was ich gesehen habe. Weil wir haben hier gestern ein Gap gehabt, wir haben einen Schlusskurs gesehen, der ist hier rübergelaufen. Also alles Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass wir hier einen Wert haben, der recht stark ist. Das heißt, ich packe die mir einfach mal mit in die Watchlist. Ich kipp die mal hier raus, die Watchlist, dass ich die mal auf den zweiten Monitor hier rüberziehe für mich. So, also das würde jetzt beispielsweise Sinn ergeben. So, gehen wir in den Screener wieder zurück. Finde ich halt wesentlich besser als das, was wir vorher gesehen haben. So, auch hier sehen wir im Prinzip, dass es hier wieder wesentlich besser aussieht. Weil die Aktie ist auch vorgestern stark gewesen, ist gestern stark gewesen. Also das sind wirklich Aktien, da sieht man schon, es macht einfach Sinn, da so ein bisschen nachzuschauen, was haben wir wirklich an Werten, weil dann macht es wirklich auch Spaß und Sinn, sich die ganzen Sachen einfach ein bisschen genauer anzuschauen, entsprechend dann vielleicht auch zu sagen, okay, da möchte ich dann vielleicht auch im Nachgang beispielsweise einen Trade platzieren. Das heißt, also wir haben eine Maßstabsaktie genommen und dann geht man von da aus im Prinzip Schritt für Schritt einfach immer ein Stück weiter, guckt sich halt die Sachen entsprechend an, ob man da jetzt was findet und sagt, ja, das lohnt sich oder lohnt sich nicht, weil wenn wir eben sehen, ja, so wie jetzt vorhin hier die Aktien, die nicht so gut aussehen, da brauchen wir uns nicht mit zu beschäftigen. Auch hier ist es im Prinzip so, Aktie kommt aus der Korrektur raus, könnte man jetzt auch mit hineinnehmen, würde vielleicht sogar Sinn ergeben, das Ganze zu machen. Das Einzige, was hier eben so als spannender Punkt ist, und das sollte man auch wirklich immer so auf dem Plan haben, das ist eben der Punkt, ist diese Aktie jetzt stärker als das, was wir vorher gesehen haben? So, und das ist eigentlich für mich immer so der spannende Punkt, wenn ich darauf achte, ist eine Aktie stärker als das, was wir eben vorher gesehen haben. So, und wenn das der Fall ist, naja gut, dann ist es ja total easy, weil dann kann ich ja einfach hingehen und sagen, okay, Aktie ist stärker, möchte ich gerne mit in meinen Bereich hinein aufnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich solche Sachen einfach sein, weil es macht halt einfach keinen Sinn zu sagen, okay, wenn die Aktie schwächer ist als das, was ich jetzt vorher gesehen habe, dann halte ich mich da einfach raus und trade halt solche Werte einfach nicht. Ne? Deswegen kann man das hier einfach sehr einfach angehen und sagen, okay, wenn sich hier was bildet und die Aktie ist stärker, dann nehmen wir sie mit in die Watchliste rein und wenn nicht, dann lassen wir es halt einfach außen vor und fertig. So, kommen wir noch vielleicht noch ein paar weitere Werte, ob auch hier im Prinzip kommt schön aus der Korrektur heraus, ist aber im Prinzip ja auch an den Hochs. Also auch da kann man sagen, gibt es bestimmt noch bessere Aktien, die wir uns anschauen können. Hier im Prinzip auch, die Aktie hat gestern versucht, ein neues Hoch zu machen, hat es nicht geschafft, hat darunter geschlossen. Würde ich vielleicht auch hier eher nochmal abwarten. Schauen wir uns hier den Wert an. Das ist natürlich gleich eine ganz andere Geschichte wieder. Sieht auch gut aus. Im Prinzip hat gestern und vorgestern oberhalb der Widerstände geschlossen. So, und da gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, warum man die jetzt nicht beispielsweise mit in die Watchlist packen sollte, um einfach zu sagen, okay, wenn wir hier was finden, wenn sich hier was anbietet, dann könnte man ja hier eventuell den einen oder anderen Trade vielleicht aufmachen. Muss man dann mal genau schauen, was denn hier passiert. Aber grundsätzlich macht das halt dann schon mal Sinn zu sagen, okay, die packen wir jetzt in die Watchlist, gucken uns das Ganze dann sehr genau an
Und dann bekommen wir dann nachher auch dann eben einen Teil der Werte, wo wir einfach sagen, okay, das sieht einfach gut aus. Da wollen wir entsprechend dann vielleicht den einen oder anderen Trade dann reingeben. Wo gesagt, merkt, in dem jetzigen Umfeld muss man mal aufpassen, was man da vielleicht machen möchte. Aber das ist, macht eben Sinn, das hier zu machen. So, das heißt, wir packen die immer Stück für Stück weiter. Gucken mal, wo haben wir noch irgendetwas, wo wir sagen können, okay, das würde hier jetzt beispielsweise Sinn ergeben. Hier finde ich es eigentlich auch noch ganz gut, weil wir hier eben auch noch oben liegen, Netflix, ähnlich. So, auch hier haben wir im Prinzip diesen Ausbruch geschafft. Und das ist auch etwas, wo ich sage, ja, da kann man immer wieder drauf gehen, kann man immer wieder sagen, okay, hier macht es beispielsweise Sinn zu gucken, solche Trades einfach mit in die Liste mit hineinzunehmen. Weil eben, wenn wir so eine Marktphase haben, wo man sagt, das ist spannend, hier ist ist es gut, dann packt man sie einfach mit rein und dann hat man nachher tatsächlich so ein Portfolio von 5, 6 Werten. Netflix war ja auch eine Aktie, die doch relativ stark unter Druck geraten ist, im Prinzip mit dem Gesamtbild, was wir gehabt haben, als die amerikanischen Märkte gefallen sind, dann sind ja hier diese ganzen Fangaktien auch unter Druck geraten und das ist eigentlich das, was für mich wichtig ist. Genau, also einer schreibt, Hans schreibt schon, Netflix sieht für ihn besonders gut aus. Ja, finde ich auch. Also macht wirklich hier Sinn, hier reinzugucken und deswegen haben wir sie ja auch hier mit in die Watchlist reingepackt. Das heißt, da macht es dann wirklich Sinn, hier einfach zu gucken bei solchen Titeln. Wie kommt man in solche Titel dann im Prinzip rein? Da hat natürlich auch jeder im Prinzip für sich so seine eigene Vorgehensweise. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, wir können hier einfach über den Hochs beispielsweise so eine Order reinsetzen und dann unter die Tiefs dann entsprechend den Stop setzen. Und dann haben wir halt dann nachher ein relativ gutes Setup. Ich würde hier vielleicht noch die 2, 3 Werte hier unten anschauen, dann nochmal gucken, ob es noch was an Nachrichten gibt. Wir sehen hier noch Seagate, auch Seagate sieht recht gut aus, könnte man jetzt eigentlich auch noch sich grundsätzlich mit anschauen, weil auch hier im Prinzip so die Hochs angelaufen wurden. Wir haben uns drüber gehalten. Das sind eigentlich Dinge, die ganz gut aussehen und dann haben wir hier noch einen Wert, ist im Prinzip ähnlich. Den haben wir ja vorgestellt, im, glaube ich, im großen Marktausblick auch VRSK, weil wir hier noch sehen, dass wir hier diesen Ausbruch hatten, dann diese Schiebezone hinten dran, die hier sehr kurz ist, haben dann den Ausbruch wieder gesehen. Das sind einfach Dinge, wo man einfach sagen kann, okay, da kann man einfach noch so ein bisschen was machen, weil auch in der jetzigen Phase, weil die einfach wesentlich besser aussehen als der Index. Und das ist eben das, was wichtig ist. Wie gesagt, wir haben uns diesen Index angeschaut und da sieht man eben, es macht halt wirklich einen Unterschied. Die Aktien, die wir uns jetzt ausgesucht haben, stehen alle besser da als der Nasdaq. Und wenn man nicht sich sicher ist, ob man jetzt eher Long oder Short handeln sollte, dann ist es eigentlich immer eine ganz gute Kombination, eine Long-Short-Strategie zu fahren. Also so eine marktneutrale Strategie, dass man einfach starke Aktien Long nimmt, schwache Aktien Short nimmt. Dann gleicht man das so ein bisschen aus, wenn der Markt eben nicht wirklich so nach oben will. Das heißt, wir werden auch gleich einfach schauen, wenn die Eröffnung ist. Wir haben jetzt ja ein paar Werte rausgesucht. Was macht der Markt gleich? Kommt er eher stark rein oder schwach? Die Futures sind im Moment schwach, wie auch erwartet war. Und da müssen wir einfach mal gleich schauen, was passiert. Aber grundsätzlich haben wir jetzt in die Watchliste erstmal ein paar Titel hineingepackt, die alle besser aussehen als der Index. Und das ist erstmal das, was aus meiner Sicht erstmal so der wichtigste Punkt ist. Ich werde jetzt nochmal kurz schauen, ob bei den Fragen jetzt was dabei ist, was jetzt gerade für vielleicht für den Eröffnungsbereich wichtig ist, wo wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Wie gesagt, auf der Watchlist haben wir jetzt ein paar Aktien drauf gesetzt. Wir hatten hier einmal Adobe, wir hatten ADSK, Autodesk, dann hatten wir rausgenommen CSX Corporation, dann haben wir Citrix, wir hatten Intuit, Netflix und zum Schluss Seagate. Also das waren jetzt die 5, 6 Werte. Woran erkennen Sie so schnell besser als der Nasdaq? Ja, das ist die Frage kommt sehr häufig.
Woran erkennt ein guter Autofahrer frühzeitig brenzliche Situationen oder ob etwas so oder so ist? Es liegt einfach an der Erfahrung. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Woran erkennt ein Polizist im Vorfeld schon, dass sich irgendetwas zusammenbraut oder nicht? Das ist so ein Zwischending zwischen Intuition und Erfahrung, die man hat. Und das ist hier auch so. Aber relativ einfach. Wenn wir uns anschauen, wo befindet sich gerade der Nasdaq-Index? So, dann sehen wir halt, der Nasdaq-Index befindet sich hier roundabout 5% unter seinem Hoch. So, das können wir uns hier auch ganz einfach anschauen. Wir haben ja mal hier diesen schönen Gradmesser und wir sehen, aha, sehen wir ganz genau, 5% sind wir unter dem Hoch. Die Aktien, die wir uns gerade angeschaut haben, waren aber alle am Hoch. So, das heißt, wir sehen ganz klar, dass diese Aktien in den vergangenen Tagen und Wochen besser gelaufen sein müssen als der Index, weil sonst wären sie nicht nahe des Hochs. So, und somit sind sie natürlich erst einmal stärker als die anderen Aktien. Da gibt es natürlich immer noch ein paar weiche Faktoren, aber das sind eigentlich die, woran man es eben sehr schnell erkennen kann und woran auch ihr sehr schnell erkennen könnt, wo sind die Werte, die jetzt wirklich sehr stark sind. Und das ist am Ende des Tages dann nachher auch die Kunst. Also wir im Handel, egal ob man jetzt im Trading unterwegs ist, also als Daytrader, als Swingtrader, am Anfang ist der erste große Schritt, den alle schaffen müssen, ist im Prinzip in die Profitabilität zu kommen. So, und das ist ja auch etwas, was viele schon als Riesenherausforderung sehen, weil wir natürlich wissen, dass viele erstmal sich schwer tun, Break-Even zu traden oder leichte Gewinne zu machen. Und dann in dem nächsten Schritt geht es darum, eine Handelsstrategie für sich zu entwickeln, die profitabel ist und auch dauerhaft profitabel. Und dann ist dann eben der nächste Schritt, dann dieses Üben, 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 Üben. Je mehr Trades ihr macht, und das weiß ich eben von den Tradern auch, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die ich schon über viele Wochen auch persönlich betreue, der eine oder andere ist auch mit hierbei, von denen ich eben auch weiß, dass sie sich wirklich anstrengen und wirklich auch das Beste rausholen, weil die nicht nur sagen, ich will das gerne machen, sondern wenn ich sage, was ich auch immer in den Coachings dann von denjenigen höre, ist es im Prinzip immer das Gleiche, was man von denen auch zu hören bekommt. Das ist wirklich, sie kümmern sich nur um dieses hier. Sie geben all ihre Kraft, all ihre Energie drauf, hier das in trockene Tücher zu bekommen. Und das ist einfach wichtig. Das ist wie im Sport auch. Wenn man das so nebenbei betreibt, ist es halt wirklich auch möglich, aber sehr, sehr schwierig. Und mein Anliegen ist es eben immer, möglichst vielen es beizubringen, wie man 10% plus X wirklich an den Aktienmärkten machen kann. Ein Trader schafft viel, viel mehr, aber es schafft eben nicht jeder. Und es gibt Trader, die schaffen kontinuierlich jedes Jahr 50, 100% und mehr. So, und ich rede gar nicht von mir, sondern wirklich von Tradern, die ich draußen kenne, mit denen ich auch befreundet bin. Wenn man denen sagt, ja, 100% im Jahr, dann fangen die an zu lachen, weil das machen die manchmal in viel kürzerer Zeit. Aber davon gibt es eben, gibt es nicht viel Sand am Meer. Das muss man ganz klar sagen. Das sind wirklich einzelne Trader und die machen auch seit 10 Jahren nichts anderes. Deswegen immer mit den Zielen so rangehen im Trading, Step by Step, erst Profitabilität, dann den Markt schlagen, dann, wenn ich den Markt schlage, vielleicht mit einem kleinen Hebel agieren und sagen oder mit einem größeren Konto und dann sagen, und jetzt will ich halt nach vorne kommen und dann läuft es. So, vielleicht noch einen Blick gleich kurz auf die Nachrichten. Ich gucke nochmal gerade, ob noch was Wichtiges war. Hast du die Aktienlisten einfach über den Screener gefunden? Ja, genau so ist es, Andreas. Die Aktien, die wir jetzt hatten, habe ich alle über den Screener gefunden. Da brauchte ich gar nicht lange nachsuchen. Hans fragt, nachdem der Index aber noch Luft hat bis zum Hoch, ist doch davon auszugehen, dass die starken Einzelaktien auch noch weiter überdurchschnittlich laufen, oder? Ja, ist tatsächlich so. Also wenn der Markt denn weiter nach oben läuft, Hans, hier beispielsweise im Nasdaq, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass hier auch die Aktien, die wir uns angeschaut haben, dann auch davon weiter überdurchschnittlich profitieren würden. Klaus fragt, hallo Mario, würdest du die Excel-Tabelle weitergeben? Wenn ja, vielen Dank. Ja, gebe ich tatsächlich weiter. Haben wir im Rahmen der Coaching-Module sowohl bei Vermögen vermehren als auch im Daytrading in den Coaching-Modulen drin. Könnt ihr euch da einfach herunterladen, wenn ihr das möchtet. Metin fragt, hallo Mario, am Hoch befindliche Aktien müssen nicht zwangsläufig weiterlaufen? Nee. Müssen sie nicht, also es gibt überhaupt keine Garantie dafür. Es gibt aber auch keine dafür, die da spricht, dass es nicht so ist.
Du hast ja ein Setup für Jahreshoch und Allzeithochs. Wie viel Korrektur sollten die Werte denn machen, die das Jahreshoch durchbrochen haben? Das kann man im Vorfeld nicht sagen, Metin. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie stark Aktien Korrekturen machen. Das hängt eben davon ab, wie volatil die einzelne Aktie ist. Und das ist ja auch relativ einfach. Wir brauchen ja nur im Prinzip zu schauen, wenn wenn wir die Korrektur sehen und danach der Markt wieder anfängt zu laufen oder die Aktie anfängt zu laufen, dann entsprechend in den Wert wieder hineinzugehen. Dann haben wir ja im Prinzip einen Hochpunkt, einen Stoppunkt und dann kaufen wir halt entweder ein paar Aktien mehr, wenn die Korrektur sehr klein war, und wenn die Korrektur groß war, kaufen wir halt weniger Aktien. Das war's. Volker Aachen schreibt, Screening, erstens Screening, zweitens 1, 2, 3 abwarten, drittens Knopf drücken. So kann man es auch sagen, Volker. Also ich weiß gar nicht, warum ich denn hier 90 Minuten erzähle. Ja, auf den Punkt ist es das. Ja, also gut vorbereitet sein, sein Setup haben und dann auf den Knopf drücken. Und dann aber auch nicht mehr drüber nachdenken, weil das muss man vorher machen. Das Problem ist, dass viele Trader erst drücken und dann nachdenken und dann im Nachgang sagen, im Nachgang festgestellt, war doch nicht so eine gute Entscheidung. Betrifft nicht dich, aber viele andere ist es eben so. Deswegen macht euch vorher den Kopf, deswegen habe ich das auch wirklich hoffentlich für jeden klar erklärt, macht euch wirklich vorher Gedanken, wann möchtet ihr was machen? Schaut euch die Nachrichten an, schaut auf den Screener, egal welches System ihr verwendet. Wie gesagt, ich bin jetzt mit der TWS seit 2001, will mich jetzt auf den Monat nicht festlegen, habe ich den. Und man kann das Ding wirklich perfekt für seine Bedürfnisse so zusammenstellen, wie man das braucht. Und wenn ihr den nicht nutzt, dann und ab einer anderen Software, dann benutzt halt die. Also ist eigentlich wurscht. Nur macht es so professionell, wie es geht. Was sage ich hier noch? Habe die ersten 15 Minuten verpasst, kann ich mir das Seminar nochmal ansehen. Ich denke, das machen die. Genau, Nelson ist immer so freundlich, zeichnet das Ganze auf und meistens ist es am nächsten Tag, spätestens am übernächsten Tag dann für euch zur Verfügung. Ja. Den Link kriegt ihr sowohl bei, natürlich direkt über CapTrader oder FXWet oder auch bei uns. Freundlicherweise kriegen wir auch immer den Link und stellen den dann natürlich auch bei uns im Blog für euch immer zur Verfügung. Also gar kein Ding, wir sind ja daran interessiert, dass ihr möglichst schnell auch dann, wenn ihr mal nicht dabei wart, dann auch die Informationen bekommt. So, hoffe, habt jetzt alles erstmal soweit gesehen. Ich gehe auch sofort auf die Aktien, die wir rausgesucht haben. Ich habe nebenbei auch versucht, Orders dabei zu setzen. Die zeige ich gleich alle rein. Was hatte hier noch? Ich habe eine Frage noch zur Order, war tatsächlich noch oben. Welche Orderarten du benutzt, ob du Limit, Stop Orders nutzt oder Market reingehst? Ja, also Market handle ich grundsätzlich nie. Kann sein, dass ich mal eine Market Order mal irgendwann abgesetzt habe, weiß ich im Prinzip bewusst nicht. Ich gehe tatsächlich immer mit Stop bei Limit Orders in den Markt. Weil das für mich die einfachste Art des Handelns ist, weil ich dann auch genau weiß, wie viele Stücke ich dann tatsächlich bekomme und dass mein Risiko auch genauso bleibt, wie ich es ursprünglich kalkuliert habe. Weil es geht ja darum, dass ich möglichst ein gleichbleibendes Risiko habe. Also ich will ja nicht einmal 50 Euro Risiko haben und einmal 500. Was ja passieren würde, wenn ich beispielsweise, ich nehme mal irgendeine Aktie, ist eigentlich vollkommen wurscht, welche, wenn ich sage, ich möchte hier in die Aktie hier hinein einsteigen und ich sage, ich will hier am Hoch und jetzt macht die aber ein Gap und eröffnet bei 105, dann habe ich halt ein Problem, weil ich hatte vorher 4 Euro Risiko ausgerechnet, hätte ich vielleicht 25 Aktien gekauft. Jetzt gestelle die Order rein mit einer Stop-Order und dann bekomme ich zwar immer noch 25 Stück, aber mein Risiko ist plötzlich nicht mehr 4 Dollar, sondern plötzlich 14. So, und dann verliere ich eben nicht mehr 100, sondern verliere eben, ja, eine ganze Ecke mehr. Und das möchte ich natürlich umgehen. Deswegen werde ich hier eher Stop bei Limit Orders setzen. So, jetzt hole ich mal das, was ich vorhin schon mal rausgeklemmt habe, hier schon wieder mal mit rein, um einfach nur mal so zu zeigen, wie das aussieht mit den Orders. Also bei Netflix zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, sieht auch besonders gut aus. Ja, also ich warte jetzt erstmal ab hier, was passiert. Aktie macht ein bisschen schwächer auf. So, und da muss man jetzt erstmal abwarten, wenn der Markt hier rüberläuft, über die 338,72 am Hoch beispielsweise, das ist ein Stop-by-Limit-Order, dann würde ich hier einfach
rangehen und hier auch einsteigen. Ich würde den Kurs sogar jetzt noch ein bisschen hochziehen, weil ich gerade gesehen habe, dass es nicht ganz genau passte. So, das heißt, dann würde dann hier die Order einfach reinsetzen, Stop beispielsweise hier unter das Tief setzen. Dann habe ich ein ganz klar definiertes Feld, beispielsweise in dem Fall wären das halt 9 Dollar. So, jetzt kommt immer so ein bisschen der Hasenfuß. Für mich persönlich, das ist ja immer nur mein Blick auf diese Welt. Jeder von uns hat ja eine andere Welt, in der er im Trading ist. Wenn jeder die gleiche Welt hätte, dann würden wir natürlich alle dasselbe traden. Für mich sind 9 Dollar eigentlich zu viel. Also ich möchte im Risiko keine 9 Dollar eingehen bei einem Trade, weil das heißt hier in diesem Falle 3%. Und somit komme ich jetzt im Prinzip von einem Setup ins nächste. Ich wollte eigentlich in der Planung einen Trend-Trade machen, würde aber dann eher auf einen Bewegungstrade umschwenken, wenn ich dadurch die Möglichkeit habe, hier einen kleineren Stop zu setzen. Ich würde nicht anfangen, in der Zeiteinheit runterzugehen, weil ich eben hier eigentlich einen Trade sehe, der eher über einige Tage gut läuft. Und von daher möchte ich hier eben eher einen Handel dann in dieser Zeiteinheit machen, im Stundenchart beispielsweise, der vielleicht eine Stunde läuft oder auch vielleicht eine Woche. Das weiß ich ja vorher nicht, Gott sei Dank. Aber das heißt, hier würde ich nicht sagen, ich möchte hier 9 Dollar Stop haben, sondern entsprechend weniger. So, ähnlich ist es hier auch bei Intuit, selbe Spiel, im Prinzip Aktie hat schwächer aufgemacht, ist jetzt erst ein bisschen runtergekommen. Solange wir hier nicht unter die Tiefs fallen, hier bei 177, ist eigentlich erstmal alles noch in Ordnung. Hier sieht es mit dem Stop auch wesentlich besser aus, wie ihr auch sehen könnt. Es ist hier nur gut 1% vom Hoch zum Tief. So, da würde ich sagen, das kann man noch ganz gut, das passt auch noch in meinen Handelsplan hinein. Da würde ich noch sagen, das kann ich noch durchgehen lassen. Wenn es jetzt mehr wäre, würde ich mich nicht dazu entschließen, hier einen Trend-Trade, sondern eher einen Bewegungstrade. Weil diese Frage kommt ja auch immer, Trend-Trade, Bewegungstrade, was man, soll man wann machen? Also wann man was machen soll, ist sowieso schwer zu beantworten, finde ich, weil eben jeder das machen sollte, was für ihn, für seinen Handelsstil, für seine Einstellung, seine Mentalität auch passend ist. Ich finde es immer spannend, wenn Trader versuchen, eins zu eins etwas aus einem Buch beispielsweise zu kopieren oder auch das, was man irgendwo gesehen hat. Das ist in der Theorie ja alles wunderbar. In der Praxis ist es nun meistens einfach etwas schwieriger, weil man im Screening anders vorgeht oder weil man mental vielleicht gar nicht so gut ist wie der andere halt. Das heißt, es ist aus meiner Sicht extrem wichtig zu schauen, was funktioniert bei dem einen. Was davon gefällt mir richtig gut, mit was kann ich mich absolut identifizieren, das sehe ich ganz genauso. Und dann kopiert man das, dann schreibt man sich das Ganze in seinen Handelsplan, handelt das Ganze, wertet das Ganze in seinem Trading Journal aus und dieses Trading Journal bespricht man dann anschließend und schaut, was funktioniert davon sehr gut für den Einzelnen und was funktioniert nicht so gut. Und dann ist man im Prinzip dann sehr schnell durch und weiß auch, dass man dann relativ schnell profitabel ist. So, dann haben wir hier noch einen Wert gehabt, den wir auf die Watchlist gepackt haben. Citrix. Im Prinzip ist jetzt bei allen Werten im Prinzip erstmal das Gleiche passiert, was aber gar nicht so schwierig oder schlimm ist, weil es ja logischerweise, wenn der amerikanische Markt jetzt oder die Nasdaq erstmal fällt, dann fallen natürlich auch erstmal die meisten anderen Werte auch ein bisschen. Alter Spruch kommt nicht von mir, aber fällt Milch, fällt auch Butter und Quark. Das heißt, wenn die Indizes fallen, dann werden auch der Großteil der Aktien natürlich fallen. Das ist auch der Grund, warum es in einem Short macht wenig Sinn macht, Long zu traden und warum es in einem Long wenig Sinn macht, Short zu traden. Was heißt bei dir PDL, orange Linie? Ja, gute Frage. Das ist eigentlich ein Chartbild, was wir hier haben, was aus dem Daytrading kommt. Das heißt, ich benutze die Dinge, die wir hier sehen, sind tatsächlich nur die Daily Lines. Das heißt, ich, wenn ich im Chart jetzt mal umstelle, ist kein Problem, können wir gerade machen. Im Moment ist ja eh wenig Bewegung im Markt. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein bisschen was. Da können wir hier sehr gut sehen. Hier ist das Open schön in lila zu sehen. Dann sehen wir hier den Schlusskurs des Vortages. Wenn wir hier ein bisschen weitergehen, dann sehen wir hier das Tief des Vortages. So, und das sind eben so diese
wichtigen Punkte, die wir uns hier im Chart anzeigen lassen. Warum? Weil es im Daytrading sehr, sehr wichtig ist. Im Daytrading ist es extremst wichtig, weil Kurse immer wieder zu diesen Open- und Close-Kursen hinlaufen und wir von hier aus wirklich sehr, sehr gute Trades machen können. Das würde jetzt hier zu weit führen, ist aber etwas, was wir sehr viel im Handel machen, weil wir einfach immer wieder sehen können, dass hier sehr viel Bewegung reinkommt. Sind englische ja? Abkürzung für Previous Daily Low und entsprechend High. Ja, ne? Also. Genau. Hast du ja schon gesehen. Ich sehe es gerade. Hast du auch schon reingeschrieben. Also ist wirklich sehr schön. Also ist in erster Linie für Daytrader interessant, nicht im Stundenchart, weil man im Daytrading solche Sachen einfach mit nutzen kann. Mal schauen, was die Indizes gerade auch noch machten. So, sehen wir also, die Nasdaq ist ungefähr 0,5% im Minus, S&P auch. Wenn wir einen Blick auf die bestehenden Positionen werfen, dann sehen wir, dass wir ein leicht gemischtes Bild haben. Hier können wir beispielsweise sehen, dass die Aktie ja mehr oder weniger unverändert ist. Hier haben wir einen Wert, der weiter ins Plus läuft. Das heißt, die starken Werte laufen im Regelfall tatsächlich meistens weiter. Und wenn eine Aktie nicht so gut läuft, naja, dann bleibt sie eben mehr oder weniger dann häufig stehen. Das sehen wir eben hier, der Index ist halt 0,5% im Minus und wir sehen aber, dass die Aktien, die im Minus sind, eben weniger im Minus sind als diese hier. Und das ist eben immer der Grund, wenn man im Handel ist, dass man immer versucht, eben die starken Titel herauszusuchen, wie wir das jetzt gerade hier auch entsprechend gemacht haben, wenn wir auf die Watchlisten gehen, so dass wir wirklich sagen können, okay, wir haben jetzt einfach die Titel, die stärker sind als der Markt, wir sind auch bereit, hier entsprechend Orders hier hereinzusetzen, können uns auch noch die anderen Werte kurz anschauen. Ich gebe, die Frage kommt auch sehr häufig, gebe ich meine Orders im Vorfeld ein, wenn ich beispielsweise agiere? Auch das kann man nicht pauschal beantworten, auch da heißt es eher jein. Wenn ich die Möglichkeit habe, vor dem Rechner zu sitzen, gebe ich die Order meistens nicht vorher ein, sondern warte wirklich tatsächlich darauf, dass ich die Orders nur vorbereite und eine Minute nach Eröffnung häufig abschieße. Wenn ich nicht da bin, dann sitze halt schon vorher drinnen im System. Wichtig ist nur, dass ich eben entsprechend mit einer Stop-by-Limit-Order agiere, damit ich nicht, wenn Gaps entstehen, überrascht werde. Was ist noch ein Grund dafür, die Order vielleicht erst einen Moment später auszuführen, wirklich geht nur um ein paar Sekunden nach Handelseröffnung, dass ich dann schon sofort schauen kann, ich möchte ja nicht mehr als in 4 Trades gleichzeitig ausgeführt werden. Das ist so das Maximum, was ich gerne an offenen Trades dazu bauen möchte. Wenn ich schon offene Trades habe, reduziert sich das. So wie jetzt momentan möchte ich eigentlich nicht mehr als 2 Trades weiter aufbauen, weil ich eben schon einiges an Trades habe und davon ausgehe, dass der Markt, wenn ich auch nicht heute, vielleicht morgen oder übermorgen innerhalb in eine Korrektur hineinläuft. Und da möchte ich eben nicht unendlich neue Positionen aufbauen. Ich denke, das ist auch einer der großen Fehler im Trading bei vielen, dass sie häufig dazu neigen, dann jeden Tag neue Positionen beispielsweise im Stundenhandel aufzumachen. Und da ist dann häufig wirklich das Problem, dass natürlich, wenn der Markt 5, 6, 7 Tage gestiegen ist in Folge, was wir ja gerade auch gesehen haben, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, so, dann sind wir jetzt hier im Prinzip die ganze Zeit nach oben gelaufen seit 4. April. Und da ist natürlich jetzt ein bisschen das Problem, weil irgendwann wird so ein Markt natürlich korrigieren. So, und das sehen wir auch, haben wir auch hier an dem einen Tag gesehen, dann geht der Markt halt erstmal so zack von 6.650 bis 6.400 runter. Das sind wir gerade 4%. Und das ist halt nicht so das Spannende, wenn man da gerade drin ist, weil dann fallen einem die ganzen Positionen plötzlich um die Ohren. Und das ist egal, ob ihr eine große Position habt oder eine kleine Position. Wenn sie ins Minus läuft, läuft sie ins Minus und dann werden wir halt ausgestoppt. Und deswegen, ich weiß auch nicht, ob der Markt jetzt nach 3 Tagen dreht, nach 5 oder nach 7 Tagen. Aber eins ist doch mal klar. Je mehr Tage wir hintereinander gehabt haben, wo wir jeden Tag steigende Hochs gesehen haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann in eine Korrektur laufen. So, und das ist hier ja ganz gut zu sehen. Wir haben hier einen Tag einen steigenden Hochs gehabt oder hier sogar auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage. So, und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nach 8 Tagen höher, dass es zu einer Korrektur kommt,
als beispielsweise nach 5 Tagen der Fall ist, weil immer mehr Leute reingegangen sind. So, und wenn dann der Letzte drinne ist, was passiert dann? Naja, dann kippt der Markt, weil keiner mehr nachkommt, der kauft. Und dann sehen wir eben das, was wir jetzt gerade sehen, dass wir hier jetzt so einen kleinen Abverkauf bekommen. Das muss gar nicht groß sein, auch das. Keiner weiß vorher, wie groß die Korrektur wird. Also wer vorher weiß, wie groß die Korrektur wird, der ist ja total super. Der wird wahrscheinlich in seinem stillen Kämmerlein sitzen und auch nie ein Thema nach außen davon pupsen werden, wieso, weshalb, warum das so ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, es ist gar nicht wichtig zu wissen, wie tief die Korrektur geht, weil wir versuchen ja aus der Korrektur heraus wieder neue Positionen einzugehen. Es ist einfach nur wichtig zu erkennen, wann der Markt reif ist für eine Korrektur. Dass wir dann eben nicht blind einfach anfangen, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt beispielsweise schon 3, 4 Positionen im Markt drinne. Ich muss jetzt noch eine 5., 6., 7., 8. aufbauen, nachdem der Markt jetzt schon 8 Tage nach oben gelaufen ist, sondern eher mal drüber nachdenken, wo macht es beispielsweise Sinn, Gewinne mitzunehmen. Noch eine Frage von Metin: Was ist besser, viele kleine Positionen oder weniger große? Also sagen wir mal so, je mehr Positionen man hat, desto mehr verteilt man das Risiko. Wobei das natürlich auch nichts nutzt, wenn du alle Werte in der gleichen Branche drin hast. Ob du jetzt 3 Automobilwerte hast oder 6, glaube ich nicht, dass das Verhältnis unbedingt besser wird im Trading. Aber ja, natürlich, es geht ja gar nicht immer um die Gewinnmaximierung im Trading, sondern vielmehr darum zu schauen, wie kann ich mein Risiko besser verteilen? Ich glaube, das ist auch eines der grundlegenden Dinge im Trading, die viele, viele häufig missachten. Und ihr könnt ja einfach mal gucken, ob das für euch auch passend ist. Ich habe ja nun wirklich mit vielen Tradern zu tun. Ich war jetzt am Wochenende, letztes Wochenende in Stuttgart gewesen, habe wirklich mit ganz, ganz vielen Tradern gesprochen. Und das, was man immer wieder raushört, ist, dass es immer darum geht, wie viel Performance kann man machen, was muss ich tun, um noch mehr Performance zu machen. Wenn man dann nachfragt, seid ihr denn schon profitabel? Ja, ich bin break-even. Oder ich sage, dann ist es natürlich nicht so schwer, profitabler zu werden, als du im Moment bist. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es erstmal wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie mache ich keine Verluste mehr. Also das ist eigentlich erstmal der wichtigste Punkt, und das bekomme ich eben hin, indem ich mein Risiko gut manage. Das ist auch das, was du ja gerade auch fragst, Metin. Also kleine Positionen helfen erstmal, das ist mental alles viel einfacher. Es ist besser, jeden Tag am Ende des Tages 50 € Gewinn zu haben, als mal 500 und auf dem anderen Tag 1.000 € Verlust, weil solche Verluste, die natürlich auch vorkommen im Trading, und ich selber habe das auch gehabt Anfang Februar, haben wir auch in vielen Webinaren schon drüber gesprochen, hohe Volatilität, fliegen einem plötzlich Positionen um die Ohren, manchmal sogar 3, 4, 5 auf einmal. Das gehört halt dazu. Und das Risk Management ist halt eines der wichtigsten Dinge. Je besser ihr das im Griff habt, dass ihr wirklich, selbst wenn es einen Crash gibt und ihr trotzdem nicht mehr als 10% verliert in eurem Konto, dann ist die Welt einfach in Ordnung. Weil das kann halt schon mal passieren, weil da muss man 11% wieder machen und man ist wieder im Plus. Wenn ihr erstmal euer Konto halbiert habt, weil ihr mit großen Hebeln agiert, dann müsst ihr halt 100% machen. Und das ist halt sehr, sehr schwer wieder aufzuholen. Also deswegen, ich bin immer ein großer Freund davon, die Position möglichst klein zu halten, auch eher eine 2. oder eine 3. Position aufzumachen, die eben wirklich dabei bleibt, dass man eben kleine Risiken fährt und den Rest Step by Step. Ne? Schauen wir uns nochmal an, was mit den Werten ist, die wir noch keine Orders für in den Markt gelegt haben. Das war ja einmal Autodesk, sind wir auch noch ein ganzes Stück vom Hoch weg. Gutes Prozent. Das kann manchmal innerhalb von ein paar Minuten gehen, dass eine Aktie da einfach nach oben läuft und man dann da rein muss in so einen Wert. Das würde vom Stop her für mich persönlich gerade auch noch gehen. Viel größer sollte Stop allerdings nicht mehr werden. Und dann hatten wir noch Adobe. Naja, und hier brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr darum zu kümmern. Der Trade wird hier heute nichts mehr werden. Warum nicht? Selbst wenn wir neues Hoch machen würden, die Aktie hat hier unten die Tiefs angegriffen. Und somit gehört die für mich heute nicht mehr mit in die Watchlist. Das heißt, ich nehme die auch sofort heraus. Und zum Schluss noch Seagate, die wir hatten. Also auch im Prinzip sehen wir, dass alle Werte im Prinzip in die gleiche Richtung tendieren. Markt ist halt erstmal schwach. Ihr geht in die Korrektur. So, wie kann man jetzt damit umgehen, wenn Werte in die Korrektur hineingehen? Ich bin ja ein Trader, der wirklich sehr, sehr gerne im Tag-Stundenhandel unterwegs ist.
Und naja, wenn ich Positionen habe, dann werden die irgendwann ausgestoppt. Ich brauche mir keine Gedanken darum zu machen, weil die Stops haben wir einfach nachgezogen. Und fertig, aus ist die Daube. Wir haben ja letzte Woche beispielsweise die Aktie von Stratec beispielsweise bei uns in der Facebook-Gruppe auch gezeigt. Eingestiegen in die Aktie, 3 Tage gelaufen, ausgestoppt, fertig. Wieso es so wichtig ist, solche Stops drinnen zu haben, sieht man eben daran, die Aktie ist heute sehr, sehr stark unter Druck geraten. Bleibt natürlich nicht aus. Es gab Nachrichten auch zu der Aktie im Laufe der Woche und die waren auch nicht gerade positiv. Das führt dann dazu, dass Aktien dann halt entsprechend unter Druck geraten. Deswegen Risk Management ist ein ganz wichtiger Punkt. Schaut, welche Zeiteinheit liegt euch am besten. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da versuchen, euch wirklich zu perfektionieren. Wenn ihr merkt, Tag, Stunde passt ganz gut, weil ihr jeden Tag 1-2 Stunden Zeit habt, euch damit auseinanderzusetzen, ist es perfekt für den Handel. Ihr könnt einfach, so wie jetzt hier, ganz in Ruhe kurz schauen, welche Aktien sind interessant. Ihr möchtet 3-4 Orders eingeben. Man kann hier immer wieder durchklicken, gucken, ob sich eine Aktie nach oben entwickelt. Wenn ja, das hatten wir hier vorhin einmal gesehen, ist jetzt auch nicht weitergekommen, was bei Autodesk auch noch nicht, dann kann man einfach die nächste Order auch mit reinlegen, je nachdem, wie groß euer Konto ist. Im Regelfall werdet ihr, wenn ihr einen Stop von 2% habt, im Regelfall 3-4 Aktien handeln können. Das passt dann auch meistens vom Risk Management her, weil, ich sag mal, wenn man Aktien über Nacht mitnimmt, sollte man schon sehen, dass die Positionsgröße A natürlich anhand eines prozentualen Satzes liegt, dass ihr sagt, ich möchte, keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro riskieren pro Trade. Dürft aber auch nicht vergessen, dass natürlich im Stundenchart auch immer das Overnight-Risiko besteht. Das heißt, man muss da auch einfach einen Oberwert setzen, wie viel Geld man grundsätzlich bereit ist, maximal in diesen Trade zu investieren vom Gesamtkapital. Und auch da gibt es immer nur Annäherungswerte. Das ist auch bei jedem etwas unterschiedlich. Aber ich selber gehe immer hin und sage, ich möchte ganz gerne im Idealfall 10% gerne in einen Wert vielleicht haben. Das erklärt, weil ich gerne 20 Werte im besten Fall gleichzeitig im Stundenchart offen habe. Wenn ich im Daytrading bin, kann das natürlich auch 50% sein, weil da die Stops einfach viel, viel kleiner sind. Frage, die ersten 15 Minuten bei Ihren ausgewählten Aktien, sind Sie entscheidend für den ganzen Handelstag? Nee, eigentlich nicht. Das kann also wirklich sehr gut sein, dass eine Aktie jetzt beispielsweise, weil der Nasdaq gerade schwach ist zur Eröffnung, dass hier gar nichts passiert, aber um 16 Uhr die Bewegung kommt beispielsweise. Ist vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, es gibt eigentlich so einen dreigeteilten Markt in den USA, was so die Bewegungen angeht. Wir haben einfach immer die Initialbewegung der ersten 30 Minuten. Da macht es durchaus Sinn, auch schon mal Trades vielleicht in kürzeren Zeiteinheiten zu setzen. Es wird dann schwierig, wenn es über die 16 Uhr hinweg geht, weil dann die Volatilität etwas rausgeht aus den Märkten. Dann sind die Stops häufig sehr groß, aber die Bewegung nicht mehr sehr stark. Das führt dann häufig dazu, dass man nicht so oft profitabel wird, wie man das möchte. Um 16 Uhr dreht häufig der Markt. Du schreibst schon, ja genau, das passiert eben sehr häufig, dass nach der ersten Anfangseuphorie oder Angst, je nachdem, was gerade vorherrscht, Angst oder Gier in den Märkten, der Markt plötzlich schlagartig dreht. Und wir haben auch zum Handelsende hin in den letzten 2 Stunden auch nochmal im Prinzip einen zweigeteilten Markt, im Prinzip auch nochmal von 20 Uhr an, weil dann eben viele Händler zurückkommen und dann auch nochmal in den letzten 30 Minuten. Das liegt einfach daran, dass viele, die long waren, plötzlich ihre Position schließen müssen oder wollen, weil sie Position nicht mit über Nacht nehmen wollen, oder die, die short waren, auch ihren Short nicht mit über Nacht nehmen wollen. Deswegen haben wir immer so ein bisschen geteilten Markt. Und im Stundenchart ist ja kein Problem. Ich habe ja auch schon gesagt, so 16.30 Uhr, spätestens 17 Uhr, verabschiede ich mich komplett hier. Habe hier mit diesem ganzen Thema dann auch gar nichts mehr zu tun. Die Orders würde ich hier auch einfach drinnen lassen. Ich würde die Trades dann auch, wenn sie ausgeführt werden, dann die Tage wiederum besprechen. Ich gucke mal gerade auf den Kalender. Ich weiß nicht, ob ich am Montagmorgen den Marktausblick schaffe, weil doch, ich denke schon, dann, wenn wir ausgeführt werden, werde ich auf jeden Fall dann hier dann auch nochmal auf die Trades eingehen, wo wir jetzt die Orders reingesetzt haben, weil das möchte ich halt immer Step by Step eben dann machen.
genau wie die anderen Werte auch. Im Zweifelsfall besprechen wir sie immer bei Facebook. Also für alle, die bei Facebook sind, können es da sehen. Wer nicht bei Facebook ist, ihr müsst euch nicht deswegen extra da anmelden. Also ich weiß die Gründe, warum man da häufig nicht ist. Für mich ist es natürlich ein gutes Medium. Ganz klar, ich nutze es auch nur, weil ich es eben für mein Business brauche. Ihr kriegt auch, also alles, was wir bei Facebook posten, findet ihr auch bei mir im Blog auf der Webseite. Das heißt, da könnt ihr dann auch die Dinge genauso finden. Da führen wir fast alles, was bei Facebook ist, ist auch da als Nachricht da. Ist dann also auch kein Ding. Okay, wie sieht's weiter aus? Ja, wir sehen, dass der Verlust wird etwas größer, also genau das, was wir am Anfang erwartet haben. Aber es ist eben nicht so, dass hier Volatilität tatsächlich aufkommt. Wenn jetzt hier plötzlich Volatilität aufkommen würde, würde es ja auch Sinn machen, beispielsweise in einzelne Trades hineinzugehen, beispielsweise in einem kürzeren Zeitfenster vielleicht, aber eben nicht bei einer Marktschwankung, die sehr, sehr gering ist. Weil wir müssen natürlich immer überlegen, wenn wir 1% Stop haben, weil da auch immer die Frage kommt im Daytrading, naja, wenn der Stop nur 0,5% ist, werde ich ja dauernd rausgeholt. Wenn ich 1% oder 2% Stop habe, komme ich nie ins Ziel. Ja, das Problem ist immer, wir müssen uns für eins von beiden entscheiden. Also entweder wollen wir hohe Volatilität haben, dann müssen wir auch damit leben, dass Märkte sich wirklich schnell bewegen und dann kommen wir auch sehr schnell ins Ziel oder wir haben keine Volatilität, so wie im Moment, logischerweise. Wir sehen ja hier, die Perioden auch gestern werden immer kleiner. Naja, dann passiert eigentlich das, was wir jetzt hier sehen. Man greift hier im Prinzip dieses Tief hier unten an, was jetzt gerade erreicht wurde. Dann werden die Stops gezogen von den Leuten, die hier meinen, sie müssen hier Short Orders aufsetzen. Und dann muss man halt gucken, was dann passiert. Also das ist wirklich, der Markt macht es schon sehr gut zu lesen, wenn man einfach mal weiß, wie das geht. Und ja, so ist das halt. So, dann schaue ich hier nochmal, was haben wir hier? Cool, Feedback, cool, Facebook, nein, danke, ja, genau. Also wie gesagt, ich kann die ganze Kritik daran verstehen und nachdem, was jetzt in der letzten Woche auch oder in den letzten Wochen alles bekannt gegeben wurde, bin ich vollkommen da. Man muss es einfach trennen, privat und Business. Das ist einfach das Ding. Und deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, im letzten Jahr mit der neuen Webseite, dass wir alle Artikel, die wir bei Facebook bringen, oder wirklich fast alle, auch im Blog bei uns bringen. Und dort findet ihr im Prinzip, braucht ihr einfach nur ganz kurz drauf gucken, gibt es einen neuen Artikel? Ja, nein, vielleicht. Und wenn es euch interessiert, dann schaut da einfach nach oder über den Newsletter seht ihr es ja auch. Marc, ich habe noch eine Frage zur Morgenroutine. Zu welchen Zeitpunkten bzw. nach welchen Regeln finden die Übergänge der Farben statt? Marc, wir haben das besprochen. Das ist das Sechs-Phasen-Modell, was da im Prinzip hinterlegt ist. Das heißt, wir gehen im Prinzip danach und schauen, ob das Sechs-Phasen-Modell in einem Long-Modus ist, also in Phase 3. Dann geht es auf grün, weil dann macht es ja durchaus Sinn, hier zu handeln. Wenn wir auf der Short-Seite agieren wollen, dann ist es entsprechend diese Phase 6, die dann rot ist. Und alles dazwischen ist halt gelb. Also diese vier Unterstufen haben wir hier nicht farblich gekennzeichnet, weil es geht ja nur darum, wollen wir Long oder Short handeln und dann mehr machen wir hier nicht. Ne? Also alle Infos dazu, für die, die es interessiert, findet ihr ja sonst auch dann bei mir im Sechs-Phasen-Modell nochmal ganz genau aufgeschlüsselt, wann wir was machen. Michel schreibt, bin bei Amazon investiert. Könntest du kurz analysieren, bitte? Klar, kann ich auch machen. Bin bei 14,67 eingestiegen. Machen wir doch auch. Gucken wir gerade bei Amazon. Das kriegen wir, glaube ich, gerade noch hin. So, also eingestiegen bei 14,67. Ja, es muss dann hier wahrscheinlich vor 2 Tagen gewesen sein. Und jetzt eingestiegen und sollte beim letzten Hoch 15,75 verkaufen. 15,75. Ja, kann man machen. Kommt immer darauf an, in welcher Zeiteinheit man tatsächlich unterwegs ist. Also wenn ich im Stundenchart bin, würde ich halt eher darauf hoffen, dass der Markt Richtung 1600 läuft. Kannst aber ja auch, wenn du dich besser fühlst, natürlich einen Teilverkauf machen. Genau, Tagstunde habe ich mir schon gedacht. Das heißt, wenn ich hier in den Stundenchart hineingehe, Stops sollte ja hier jetzt idealerweise bei 15,23 liegen. Markt kommt hier dynamisch nach oben, entgegengesetzt
dessen, was der Nasdaq gerade macht. Das ist wieder das, was ich gerade gesagt habe. Die Aktie sieht stärker aus als der gesamte, als der Markt, und somit findet man hier auch tatsächlich die Dynamik. Das seht ihr auch häufig, wenn ihr Gaps habt. Also wenn hier Gaps entstehen, ist es ja auch immer ein Zeichen dafür, dass Stärke ist. Wir sehen auch hier ein positives Gap und die Aktie läuft jetzt einfach weiter. Und ja, wie gesagt, Teilverkauf, ein Dreiviertelprozent höher, könnte Sinn ergeben, wenn du weit vorne bist. Ansonsten Trade einfach mit Stop laufen lassen und vielleicht eher bei 1600. Aber im Prinzip ist es wirklich so, das ist von außen immer schwer zu sagen, Metin, das gilt auch für jeden anderen, weil es eben an eurem Handelsplan hängt. Der Handelsplan ist das A und O im Trading. Wenn ihr im Vorfeld wisst, was ihr machen wollt, dann ist es aus meiner Sicht extremst einfach. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun wollt, dann müsst ihr die Entscheidung im Trading treffen. Und das, finde ich, ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, im Vorfeld einen Handelsplan zu haben, dass ich genau weiß, wenn ich in einen Trade hineingehe, wo will ich denn aussteigen und wie möchte ich aussteigen. So, Nils Gen schreibt, super, danke, ja, gerne, Zahlen kommen am 26.04. Ja, wenn du das weißt, würde ich spätestens am 25. aussteigen. Uwe Eckhoff schreibt, tolles Webinar, Mario, liebe Grüße aus Stralsund. Vielen Dank, Uwe. Wenn ich das nächste Mal in Stralsund oben bin, beziehungsweise Rügen, wir waren im Ostern nicht da, dann komme ich gerne wieder bei euch in der Salzgrotte vorbei. Für alle die da oben mal Urlaub machen. Der Uwe hat eine super geile Salzgrotte. Müsst ihr unbedingt hin, muss man einfach gesehen haben. Ist wirklich sensationell. Und Uwe und seine Family, ganz, ganz tolle Menschen. Also wirklich, wenn ihr da oben mal seid, googelt es, müsst ihr unbedingt erlebt haben. Ich war da mit meiner ganzen Family, sensationell. Okay, letzte Anmerkung hier, 15.59 Uhr, tolles Webinar, wirklich, danke. Freut mich sehr, wie gesagt, wie die Orders, die wir reingegeben haben, bleiben drinne. Es sei denn, wir ziehen unten, die werden vorher Stops abgezogen, dann nicht, also heißt, wenn auf der Unterseite Punkt 3 erreicht wird, dann nehmen wir sie raus. Ansonsten würden wir sie in der nächsten Woche besprechen, entweder im Wochenausblick versprochen, weil der große Marktausblick dauert noch 2 Wochen, glaube ich. Deswegen würden wir es dann per Video dann am Montag machen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein wenig mitnehmen können von dem Ganzen. Freue mich auch, dass ihr ausgeharrt habt bei diesem Wetter. Es ist ja echt draußen extremst gutes Wetter. Und hoffe wirklich, dass ihr viel für euch mitnehmen könnt. Versucht wirklich ruhig an die ganze Sache ranzugehen. Trading ist keine Raketenwissenschaft. Trotzdem ist es eine der schwierigsten Sachen, wirklich im Daytrading erfolgreich zu werden. Es braucht einfach ein wenig Zeit. Gebt euch die Zeit, geht mit Ruhe ran, ohne Stress. Von daher, mir hat es viel Spaß gemacht, mit euch auch eure Fragen hier zu beantworten. Vielen Dank auch wieder an CapTrader FX Flat, mit dem wir ja wirklich schon seit ein paar Jahren das Ganze zusammen machen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, Infos, Sechsphasenmodell oder was auch immer, einfach auf unserer Webseite vorbeischauen. Und zum Schluss, wir haben am 30. Juni und 1. Juli, die meisten von euch werden es auch schon wissen, in München, wer dort wohnt von euch, Riesenveranstaltung über 2 Tage. Wenn ihr also wirklich Bock habt, Rendite Unlimited, wir haben schon mehr als die Hälfte aller Karten innerhalb der ersten Woche verkauft. Und sensationell, also ein 2-Tage-Seminar, die auf dem Seminar bei mir waren, wissen, das kostet immer 4-stellig. Und für euch wirklich, weil es eine Einführungsveranstaltung ist, ist auch kein typisches Seminar, es geht hier um Netzwerken, haben wirklich auch ein paar externe Referenten dabei, die ihr auch kennt. Und für euch 99 €, also wenn ihr mit dabei sein möchtet, einfach kurz auf die Webseite bei mir schauen. Ansonsten euch alles Gute, macht's gut, freue mich aufs nächste Mal und einen erfolgreichen Tag euch. Mario, vielen, vielen Dank. Ich kann mich nur anschließen. War wirklich ein super Webinar. Danke für die Einblicke. Du hast ja all das gezeigt in der Praxis, was du auch immer wieder schon in den Marktausblicken angesprochen hast und in den einzelnen Webinaren, die wir zusammen hatten. Kann man sich übrigens alles auch nochmal bei uns auf der Webseite anschauen, beziehungsweise auch in deinem YouTube-Kanal. Und eben alles in der Praxis. Also wirklich super Einblick. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Waren alle tatsächlich konstant von Anfang bis zu Ende da. Auch das spricht für das tolle Webinar, Mario.
Und ich wünsche allen natürlich nur weiterhin viel Erfolg. Wie immer, wie ich immer sage, passen Sie auf Ihre Position auf, genießen Sie vielleicht auch mal den schönen Tag heute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Mario, wir sprechen uns sowieso noch. Von daher, tschüss zusammen, vielen Dank, dass Sie da waren. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich entsprechend online. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.